Hamburg im Jahr 2023. Januar, 7. Januar. Wir sind im Prototyp Automuseum. Personen, Kraftwagen und was euch hier erwartet, ist so sensationell, dass ich der Can gesagt habe, wir müssen Zeit investieren, das Ganze zeigen. Eines der am meisten besuchtesten Museen in Hamburg. Ja, du bist ja nicht. Von Männern wahrscheinlich. Von Männern. Ich habe eben gesehen, da sind einige Frauen reingegangen. Die Männer schon ganz gierig, ja, nach den Autos. Die Frauen so, okay, ich will lieber shoppen. Och, ich finde das aber auch mal ganz interessant, das zu sehen. Ich habe mich mal ganz kurz erkundigt, es gibt zwischen 50 Racing Cars und Sportautos und das aus den letzten vergangenen 80 Jahren. Ich glaube, das ist schon ziemlich interessant. Ja, du bist Mediengestalterin Bild und Ton. Genau. Das Ganze interessiert dich auch. Du bist Radiomoderatorin gewesen, bist Künstlerin und so weiter. Wir werden mal die Designsprache mal ein bisschen besprechen. Die war ja früher viel schöner wie heute, oder? Also das Runde hat mir schon echt sehr gut gefallen. Heute geht man ja auch wieder ein bisschen zurück auf das Runde. Das war ja zwischenzeitlich nicht mehr so im Trend. Also, wir haben eine gute Nachricht. Wir werden jedes Auto einzeln machen und werden jetzt erstmal einen kurzen Rundgang machen, dass wir das Ganze nochmal quer verlinken können auf den Videos. Wir gehen am besten mal rein. Wir sind in Hamburg mit dem Auto hergefahren. Prototyp, hier vorne ist es drin. Das Gebäude ist auch den Eigentümern, das ist hochinteressant, denn die Eigentümer, die haben das Gebäude komplett dem Fahrzeugen gewidmet. Du warst unten schon im Untergeschoss drin. Die Toilettenanlagen sind sensationell, oder? Die Toilettenanlagen haben, da muss man schon ein bisschen sportlich sein, weil die sind, ich glaube, im zweiten Untergeschoss. Ja. Aber wunderschön. Also alles sehr schön gemacht. Da ist auch ein Teil der Ausstellung ist dahinter drin. Genau, da habe ich schon einige Autos gesehen, aber die werden wir euch ja gleich zeigen. So, Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass 17.30 Uhr. Wir sind früh morgens da. Keine Tiere. Da ist ein Mops. No Pets, kann ich aber verstehen, die irgendwie da sind. Wir gehen mal ganz kurz rein, schauen mal gerade. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, dass ihr die Tiere dann im Wohnmobil lasst oder irgendwas anderes da ist. Viele haben das vielleicht nicht gesehen, aber das kann man nachvollziehen, oder? Hast du nicht gerade den Mops im Kinderwagen gesehen? Der war auch süß, oder? Ja, der war ziemlich süß. So, hier vorne, das ist so ein bisschen der Eingang. Da geht's jetzt runter. Du bist jetzt gefahren eigentlich ins Untergeschoss mit dem Aufzug? Ich? Nee, ich bin natürlich Treppen gelaufen. Du bist Treppen gelaufen? Ja. Da ist es Eingang Kasse, da geht das Ganze durch und wir gehen mal hoch. Das Ganze natürlich extreme Betonoptik, sehr, sehr zeitlos, was hier drin ist. Und hier steht es, das ist die Galerie im Untergeschoss, die da ist und das ist einer von diesen Prototypen aus Aluminium gefertigt, sensationell. Die werden wir gleich mal sehen. Es sind unglaublich viele Autos da. Man kann die Sachen einschließen hier, also wenn man unterwegs ist, denn da ist schön warm drin, oder? Genau, das ist sehr praktisch. Hier hat man Schließkabinen, wo man für 50 Cent oder 1 Euro seine Sachen einsperren kann und sich dann ganz den Autos widmen kann. So, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Eine wunderschöne Bar haben wir hier. Die ist wunderschön, ja. Alles ist hier so ein bisschen stylisch, was hier drauf ist. Unverkäuflich, Riebeck. Das ist ein Pfandkasten, der Vorläufer von einem Kasten. Also ich finde hier auch den Stilmix zwischen totaler Moderne und den ganzen alten... Jetzt fehlen mir die Worte gerade. Den alten was? Den alten Sachen, oder wie? Ja, genau, sind. Den alten Sachen, aber so sagt man das natürlich nicht. Okay, ja. Anfassen ist verboten, aber das Coole an dem Museum ist, hier vorne ist dann nochmal so ein Shop, da kannst du ein paar Sachen kaufen, unter anderem hier natürlich Tassen, aber es gibt zu den Themenwelten jeweils T-Shirts mit dabei. Die sind dann hier mit dabei, aber wir greifen gleich ein bisschen vor. Eintrittspreise, die können wir gerade mal filmen. Heute jetzt im Januar 2023, Erwachsene 10 Euro, Kinder zahlen 4,50 Euro und ja, ganze Familien, zwei Erwachsenen plus drei Kinder 22 Euro. Ganz ehrlich, da kann man nichts sagen, oder? Und wer überhaupt nicht genug bekommt, kann sich natürlich auch ein Jahresticket für 45 Euro kaufen. Jahresticket, kann jeden Tag kommen. Genau, kann jeden Tag kommen. Sehr schön. Komm, wir gehen mal kurz rein. Das Ganze erschließt sich. Die Fahrzeuge sind unglaublich toll in Szene gesetzt, sodass man eigentlich auch keinen Blitz braucht. Fotografieren ist erlaubt, aber bitte ohne Blitz, so wird es eindeutig auch gesagt. Und wir, ich sag mal, beginnen mit Fahrzeugen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas wirklich mal gebaut wurde in der Zeit 1939, mitten in den Kriegsjahren, das Auto hier entstanden. Sag was. Sprachlos. Ich bin sprachlos, ja. Hast du das gedacht, 1939? Man sieht so ein bisschen, guck mal hier, nicht. Das ist eine Besonderheit, die hier vorne drauf ist. Was meinst du, warum der nur so einen Schlitz hat? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja. Krieg.
Das heißt also, man hat die Öffnung des Scheinwerfers beschränkt auf den Auslass hier vorne, sodass Flugzeuge sowas nicht sehen könnten. Dass es also komplett gerade ist, nur ein Schlitz rauskommt. Und das sind die, ich sag mal, Kriegsjahre 1939. Wenn du unterwegs bist, dass auch niemand A geblendet wird und B du auch nicht von oben siehst, dass du fährst. Nur ein kleiner Schlitz kommt raus. Guck mal, alle Räder sind komplett verkleidet. Auch das Auto werden wir explizit nochmal zeigen in einem eigenen Video. Es heißt, warte, ich guck mal gerade drauf, Porsche Typ 64, VW 60 K10. Es gibt einen Barcode immer mit dabei. Und dann gibt es eine Slideshow mit dabei. Das heißt, man kann sich im Internet komplett informieren, was da gelaufen ist. Und 585 Kilogramm, kannst du dir vorstellen, heute die Fahrzeuge beginnen so, selbst der Smart bei 900 bis 1000 Kilogramm. Hier sind wir bei gerade mal 600 Kilogramm. Und ja, wir gehen mal weiter. Ludewig Eigenbau, Kleinstrennwagen. Ich habe mir jetzt nochmal gerade so einen kleinen Code angeklickt, dann kann man noch ein paar mehr Informationen, sogar ein Video darüber finden. Ist doch sehr spannend. Okay, das heißt, du kannst alles nochmal nachschauen, genau, was du fotografiert hast. Fahrzeugdaten, die ganze Historie. Es beginnt aber direkt hier gleich links. Es sind viele kleine Details. Ein Motor ist hier vorne drin, der Tech Turbo Formel 1 Motor. McLaren hat den entwickelt, auch der quasi direkt vor deinen Augen. Ja, in allen Einzelheiten. Weiß lackiert allerdings. Ja, der ist. Der war aber nicht weiß, oder? Ich denke, er war nicht weiß. Nein. Der ist jetzt wahrscheinlich aus optischen Gründen ist er nochmal weiß lackiert worden. Und auch hier alle Informationen direkt mit dabei. Aber wir gehen mal zu den Autos. Kurzer Rundgang jetzt mal hier, dass wir das sehen. Das ist abgesperrt, denn das scheint eine absolute Rarität zu sein. Es ist ein Porsche 718 RSK. Und ja, das ist eine Werkstatt, die quasi hier nachgebaut wurde mit einem Holzblock. Und hier kann man im Prinzip den Mechaniker beim Schrauben zu sehen. Das hier ist die Restaurierung und Rennvorbereitung. Die Restaurierung und Rennvorbereitung. Guck dir mal die Reifen an. Die hatten Spikes hier. Ja, wofür hat man die gebraucht? Ja, Schnee. Wenn du auf Schnee unterwegs warst und bist Rennen gefahren, dann brauchtest du auch Grip. Und so sahen früher Reifen aus, die man dann im Rennsport verwendet hat mit Grip. Und das ist eines der, ich sag mal, wenigen Objekte, die mal hinter Glas ist. Hier kann ich es aber auch verstehen, oder? Ja, aber das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass Reifen mal so gebaut wurden. Ja, das Fahrzeug ist vom Zustand her so, als wäre es gerade erst gekommen. Die meisten Fahrzeuge vom Zustand her eine glatte 1, also Restaurationszustand. Ich frage mal gerade so in die Runde, die fahren meistens noch, ja? Meisten fahren noch, er nickt. Alle Fahrzeuge, die Motor haben, werden noch gefahren. Ja, okay. Alle Fahrzeuge, die Motor haben, werden noch gefahren. So, auch der Ludewig Eigenbau Kleinstrennwagen. Hier reden wir über 220 Kilogramm. Wenn du einsteigst, ist er schon 50% schwerer. Genau. Vielen Dank. Nee, war Spaß. Die 33 PS, überleg mal, 33 PS bringen den auf 176 Kilometer pro Stunde. Und das ganze Baujahr 1948, auch hier werden wir on Detail ein eigenes Video machen. Das Coole ist natürlich, hier siehst du genau, wie ein Auto funktioniert. Ja, auf kleinsten, engstem Raum, von der Blattfeder hier vorne bis natürlich Lenkgestänge. Alles ist hier quasi sichtbar. Du kannst alles sehen. Die Bremse, wie das funktioniert, sensationell. Auch hier hinten eine Blattfeder hier mit drauf. Also damit wäre ich natürlich gerne mal gefahren. Auch da ja, gibt es ein eigenes Video. Und hier, das ist eine Seifenkiste. Das ist definitiv eine Seifenkiste. Vorbereitung für den nächsten Renneinsatz. Hier hinten haben wir dann noch ein paar Rennräder mit dabei, die du siehst. Holzlenkräder, guck mal hier von Porsche. So sah das früher aus, nichts Airbag. Oder Servolenkung wahrscheinlich auch nicht. So, Shelly Porsche Tretauto. Das ist wirklich ein Original, was du dabei hast, 35 Kilogramm. Ja, das heißt, es wurde auch so wirklich gefahren? Es wurde gefahren. Das haben Kinder, haben dieses Tretauto hier gefahren. Und das war wahrscheinlich das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Der Shelly Porsche, habe ich gerade gelesen. Der Shelly Porsche, ja. Ist nämlich Shell vorne drauf. Und das Auto war wahrscheinlich der Traum aller Kinder, ja. Sonderwerkzeuge, Reihe 200, hier sieht man es, auch da ist eine alte Werkzeugbox, ja aus Zeiten wahrscheinlich der 30er Jahre, die hier mit drauf ist. Und jede Menge Exponate. Wir gehen mal kurz auf die Seite. Ein 1948er Porsche Motor. Guck mal, wie easy das Ganze ist. Und da siehst du auch, dass Porsche ja, oder ich sag mal, der Chef von Porsche den Volkswagen Käfer mitentwickelt hat. Hast du das gewusst? Nein, habe ich nicht. Guck mal gerade nach rechts.
Nach rechts. Oh, und der ist so süß. Das ist ein Vorserien-Volkswagen, ja, aus dem Jahr 1939. Erkennbar Brezelfenster, die mit dabei sind. Hat man das so genannt, ja? Hat man genannt, ja. Er zeigt uns übrigens gerade noch zu dem Motor, gibt es so kleine Schubladen. Das heißt ja nichts anfassen, aber die Schubladen darf man anfassen. Hier ist die Original- oder zumindest ein Replika, könnte es sein. Genau, das ist die Betriebsanleitung von der Porsche Konstruktions... Was ist das? Gesellschaft hat man das früher so genannt? Ja. Ah, okay. Das die wurde GmbH, so beschrieben. Okay. GmbH war Gess MbH, ja. Gemünd in Kärnten. Und das heißt Gess GmbH, weil es in Österreich ist. Da wird es heute noch so geschrieben. Der Porsche. Technische Beschreibung. Dann, wir müssen weiter, denn ihr müsst ja, könnt ja auch selber herkommen. So, das und ist definitiv eines meiner Lieblings-Oldtimers. Ja, die Zeit war natürlich 1939, Kriegszeit. Der Herbie. Da ging das Ganze los. Da gab es ja im Auftrag, man sollte also ein Fahrzeug bauen, was sich viele leisten können, was einfach zu bauen ist. Und der Gag ist ja gebaut worden bis, ich glaube, in die 90er Jahre noch in Brasilien. Irgendwann wurde er mal eingestellt, so oder so ähnlich. Und die Form, die hat sich ja kaum verändert. Das Geniale ist, du kannst alle Exponate von allen Seiten sehen. Can ist schon schwer am Gucken hier. Ja. Ich sehe gerade hinter uns ist ein BMW. So, wie man sich das heute natürlich gar nicht mehr vorstellen könnte. Ja, lass uns mal ganz kurz den Käfer nochmal durchgehen. Okay, okay. Dass wir den haben, denn der 1939er Käfer, der hat natürlich ein ganz anderes Fenster, wie die Käfer hatten. Guck mal. Ach ja. Und deswegen nennt man ihn auch Brezel. Die Radkappen, auch sowas hier, das kannst du, glaube ich, nicht bezahlen, wenn du sowas hast. Und wenn du hier mal drunter guckst, wie der Restaurationszustand hier ist, der sieht so aus, als wäre er gerade aus dem Werk gekommen, oder? Ja. Ja, er wurde vor 4 Jahren restauriert ungefähr. Und auch die Lampe, guck mal hier, alles ist sensationell und vom Design her komplett schwarz. Also ich hätte da wahrscheinlich in dem Jahr hätte ich mir ein Bein ausgerissen, um den irgendwie zu kriegen, ja. Ich glaube, in dem Jahr hatte man andere Sorgen. Hatte andere Sorgen, ja. So, hier guck mal hier die Kennzeichen. Hier sieht man auch ein bisschen BN, habe ich gerade eben erfahren. Britisch-Niedersachsen war das Kennzeichen, wahrscheinlich nach dem Krieg dann, was dann auch vergeben wurde. Und ihr siehst es 1948. BH ist dann Britisch-Hamburg, oder? Man weiß es nicht, ja, was irgendwie drauf ist. Aber das waren die Kennzeichen kurz nach dem Krieg in Deutschland. Also nix hier Euro oder so irgendwas, was da ist. Komm, wir zeigen ihn nochmal von der Seite. So sieht er aus. Sag mal, ist der, überleg mal, wenn du den fahren würdest und du würdest irgendwo damit mal kurz anhalten. Ich glaube, den musst du definitiv bewachen. Ja. Komm, wir fahren mal rein. Der hat auch wunderschöne Sitze innen drin. Ich muss das Licht ausmachen. Das ist der Grund, warum man auch nicht mit Blitz fotografieren soll, weil sonst kannst du gar nicht hier reinschauen, wie schön das Ganze ist. Die Sitze, alles restauriert, als wäre er nagelneu. Guck dir mal den Griff an hier. Sensationell. Das ist übrigens, du weißt, was das ist? Keine Ahnung. Mal. Das ist der Blinker. Was? Ja, der hatte nämlich keinen Blink-Blink, sondern der hat auf den Seilzug hat er gegriffen und dann ist an der Seite das Ding rausgezogen. Richtig? Und damit hast du angezeigt, dass du abbiegen wolltest. Ja. Wie sah das, ja genau, wie sah das dann aus? Das würde so rauskommen. Es kommt so raus, okay. Ja, von der Seite. Und das ist der Blinker. Also quasi, als ob du Handzeichen geben würdest. Okay. Ist ja wie beim Radfahren. Vorne ist ein Hebel. Ja. Vorne ist ein Hebel. Rechts, links. Ja. Und dann kommt er raus. So, rechts links kommt Nebel raus. Dann angezeigt? Oder einfach nur Plastik, so orange. Ah, okay. Wie so ein Katzenauge fast. Genau, ja. Hinterher. Was interessant ist, das VW-Logo hat damals auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Ja. Da siehst du, das VW ist schon mittendrin, Volkswagen, was da ist. Und auch da gibt es nochmal ein eigenes Video zu. Der hat dir gut gefallen, der hier, der Kleine? Ja, der Kleine hat mir sehr gut gefallen. So. Könntest du ja mal vor deiner Haustür parken, mal sehen, wie lange er da ist. Das Geniale ist... Monopoletta ist das. Überleg mal, 4 Leute können den wegtragen. Der war sogar tatsächlich gebaut für die Formel 3. Das ist ein richtiges Rennauto. 1950. Ist der Motor? Der Motor? Der Motor ist BMW Boxster-Motor, der auch noch bei der Polizei, in den Polizeimotorrädern gefahren wird. Die Gummikuh quasi, die da ist.
Das ist interessant ist beim Boxermotor, der liegt sehr, sehr tief, Jan. Und du hast damit eine unglaublich tolle Straßenlage. Und du hast keine Vibrationen beim Boxermotor. Der ist absolut ausgeglichen, hält ewig. Ist vielleicht nicht gerade der Spritsparweltmeister, der da ist. Aber hier ist tatsächlich ein tiefliegender Boxermotor. Besonders ist auch noch, dass die ganze Kurbelwelle, alles ist eine Einheit. Das heißt, du hast wirklich von hier durchgehend bis hinten hin hast du eine Einheit, ohne dass irgendwas quer eingebaut werden muss und so weiter. Das du heißt, man hat halt immer versucht, dann so nah wie möglich am Boden zu liegen, oder? Genau, ja. Das ist das Ziel. Also die Boxermotoren haben einen riesen Vorteil. Ich mach dich mal ein bisschen heller. Sie liegen sehr tief und du kannst den Motor sehr tief bauen. Dadurch, dass die Kolben quasi quer liegen. Liegt nebeneinander, ja. Genau. Ja. Und du hast keine Vibrationen. Das Ding läuft wie eine Nähmaschine. Guck mal hier, wie schön das hier ist. Auch hier. Ach, da könnt ihr euch freuen. Eigenes Video dazu. Ich überlege gerade, was ist das hier, der Schalter hier? Gangschaltung. Cool. Das ist der Gangschalthebel. Federung. Ice Grace. Ja, wir sind im Jahr 1952. Flieger ist das. Kurz vor Corona noch gefahren. Ah, ja. Kurz vor Corona noch gefahren. Genau. Der war am Rennen. See, genau. Deswegen auch noch die Spikes, weil du ja vorhin gefragt hast. Okay. Das sind die Spikes und der ist auf Zell am See. Das ist ja sensationell. Das heißt auch hier der Motor, was ist das für ein Motor, der drin ist? Weiß man nicht, oder? Ist nicht so schlimm. Das ist ein Porsche-Motor, wie gesagt. Bei dem anderen wusste ich, dass es ein BMW-Motor ist, ja. Der auch bei den Motorrädern verarbeitet. Ich muss dazu sagen, es gibt einen Kurator, der sich bestens auskennt, der ist heute nicht da, aber wir wollen euch nicht zu viel verraten. Man kann sogar Führungen hier buchen, das ist so. Und da erfährt man Geschichten auch hinter den Fahrzeugen. Was ist damit gelaufen, was ist passiert? Wir wollen ja nicht zu viel verraten und euch ein bisschen Lust machen, hier auch mal vorbeizukommen. Jan, guck mal gerade hier. Das ist ein Feuerlöscher drin, siehst du den? Ja, ich habe gerade gelesen, dass der... dass der Konstrukteur sein Auto auch gerne Blechbüchse genannt hat, weil es eben so aussah. Blechbüchse? Ja. Guck mal hier, der Tacho, der vorne drauf ist. Der hat auch eine Zulassung, nehme ich an, oder? Mit Nummernschild. Oder wie werden die gefahren? Der wird im Rennbetrieb. Genau. Okay, also im Rennbetrieb gefahren. Und ein echtes Auto, also kein Spielzeugauto. Da könnte jetzt hier unten, wenn der Boden fehlen würde, Fred Feuerstein könnte fahren. Das ist die Schaltung, guck mal, die Haarschaltung. Ja, da siehst du fast wie heute. Ja, und das Besondere ist, die Haarschaltung hast du hier ja auch, aber da musstest du selber den Gang suchen und finden. Da war nicht, wo du rein musst. Naja gut, aber das macht man ja heutzutage auch relativ blind. Ja, Automatik. Wir wissen, was wir machen. Genau, Automatik macht es halt. Ne? Komm, wir gucken es mal gerade von hinten. Auch hier werden wir ein kurzes eigenes Video machen dazu. Sensationell. Guck dir mal die Form an. Der könnte auch rückwärts fahren. Der sieht ja auch noch gut aus. Ja, das stimmt. So, Prototyp Automatik. Rennabteilung. Ein Porsche. Da ist er. Und die Spikes, die sind alle einzeln von Hand reingedreht. Siehst du das? Das sind Schrauben? Schrauben, die schraubst du da rein. Und die sorgen dafür, dass er dann auf Eis Grip hat. Das ist die... Hast du so... Ich stark davon aus, ist das hier sein Camper, oder? Ich guck mal gerade. Ja. Ich drehe mich mal, stell dich mal kurz daneben, dass man mal ein Größenverhältnis hat. Du bist 1 Meter und? 74. Und hier hat man mal was Besonderes gemacht, der... könnte im Originalzustand sein, wie ihr ihn bekommen habt, mehr oder weniger. Ja, er nickt. Und ja, Camper würde ich jetzt nicht sagen, aber ich zeige es euch mal gerade. Mate Universal. Jan, komm mal kurz nach links, dass wir das mal sehen. Da siehst du auch die typischen nostalgischen Stellen, ja, beim VW T1, der hier mit dabei ist. Denn die Schweller und so weiter neigen natürlich dazu, wenn du sowas findest, Rost anzusetzen. Vollverzinkung gab es damals noch nicht. Und das war sein Werbefahrzeug. Das Werbefahrzeug? Ja, das war sein Werbefahrzeug, genau. So, überall, wo ein Motor drin ist, fährt es noch. Und da vorne hast du dann auch nochmal, ja, interessanterweise hast du hier noch Aufkleber mit dabei. Das könnten entweder Maut oder TÜV-Stempel sein. Ja, oder TÜV, genau. Könnte gut sein. Ist das krass, 1981. Siehst du? Man früher beschriftet hat auch, ne? Im Prinzip aufgemalt. Ja, von Hand. Ja. Und wenn die Farbe dann abging, dann kam dieser Effekt dann zustande. Weißt du, hast mehrfach drüber gemalt und hier wurde auch ausgebessert, siehst du? Ja. Also wo die
Farbe, der zu sehr abging. Wurde das dann gemacht? Das ist schon cool. Der Schlitten oben drauf? Der war dabei, der Schlitten, oder? Der war dabei. Also hier ist nichts dazugefügt. So sah das aus. Guck mal hier rein. Alles noch voll mit Trophäen. Skiern. Genau, Trophäen. Wow. Da sind aber ordentliche Spikes. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber. Für Schnee, würde ich fast sagen. Ja. Schneekettenersatz. Kannst du nicht auf der normalen Straße fahren, machst alles kaputt. Aber früher gab es ja noch Schnee. Ist ja nicht so wie heute, wo du da warst. Komm, wir gucken mal gerade hier. Hinten drauf. So, ich gehe mal kurz hier rum. Da ist er. Und die Story zu dem Auto. Mal schauen, wo ich die finde. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Da ist sie. Ein VW Transporter T1 Mate Universal aus dem Baujahr 1966. 44 PS. Die erste Generation des VW Transporters wurde 1,8 Millionen Mal gebaut. Und Fenster mit drin. Stark. Stromlinienförmigkeit, das war natürlich das A und O. Man hatte nicht so viel Leistung wie früher. 30 PS hat das Auto gerade mal und es ist sensationell. Auch hier werden wir euch nochmal ein kurzes eigenes Video zu machen. Ich glaube, es fährt im Moment nicht, das würde ich jetzt mal sagen. Aber man sieht es so ein bisschen dran, schau mal hier. 1948 gefahren. 1948. Hockenheimring. Ja. Die Pedale, natürlich so, wenn du da natürlich einen Unfall baust, siehst du einen Gurt? Ich sehe keinen Gurt. Gut, du hast natürlich einen Helm an, die der Räder. Der bringt dir dann aber auch nichts mehr. Glaubst du auch nicht, aber ich denke, er hat es überlebt, oder? Der Wagen. Und das Material, ist das Alu, was hier drin ist? Weiß es nicht. Also es sieht aus wie Stahl, ist auf jeden Fall recht roh. Könnte Alu sein. 1947. 600 Kubik, 30 PS und 350 Kilogramm. Und cool ist natürlich das Bodydesign. Das ist in die nächsten Jahre auch mit reingekommen. Und wenn du das hier mal schaust, guck mal, die Räder sind. Ja, erzähl. Dass er das nach dem Vorbild seiner Rennboote baute. Und da ist die Form her entstanden. Ein Rennboot? Ja. Und okay. Man kann die komplette Abdeckung abnehmen im Ganzen. Guck mal da oben. Otto Mate Hell Jupp Formel 3 aus dem Jahr 1948. Auch hier kannst du überall reinschauen. Das Spannende dabei ist, der hängt an der Wand mal eben. Eine Blattfeder, hydraulische Bremsen. Und Zustand sensationell. So, und hier sind die Trophäen dazu. Pioniere der Formel 3. So, wir ziehen nach links und hier ein eindeutig Polizeikäfer. Ja. 24,5 PS, das hat meine 125er gehabt am Schluss. Aber hier, der fuhr und fuhr und fuhr. 100 km/h ist er gefahren. Also wenn du ein Auto hattest, was ein bisschen schneller war, bist du der Polizei weggefahren. Kannst du dir vorstellen, dass der von 1951 ist? Nee, unmöglich. 745 Kilo. Aber die Käferform, wir haben ja daneben noch den anderen, die war eindeutig natürlich so, wie man es kennt. Aber ein Cabrio, guck mal, ja. Das ist natürlich genial. Wenn es denen zu heiß war, konnten sie einfach das Verdeck aufmachen oder die Leute zu groß. Ach Moment, ah nee, der hat jetzt schon Türen. Am Anfang hatten die keine Türen, damit man schnell einen aussteigen konnte. Du weißt, was das ist hier? Nein. Das ist das Polizeihorn, lalülala. Das da ist. Dann hast du hier ein Suchscheinwerfer, den kannst du wie bei der Polizei in Amerika, kannst du den verstellen. Und hier ist das Blaulicht. Das Blaulicht. Ja. Und wir gucken mal kurz rein. Hier haben wir die Chance mal reinzuschauen. Ein natürlich mit Airbag versehenes Lenkrad. Genau. Grüne Polster. Der Geruch, kannst du den beschreiben, der aus dem Fahrzeug kommt? Es riecht ein bisschen. Das erinnert mich an das Jagdauto von meinem Opa. Um es also, genau zu beschreiben. Es riecht nach Auto. Ja, es riecht nach Auto, aber älter. Die Sonnenblende aus Metall. Das ist der Rückspiegel. Guck mal, Slash Sonnenblende. Siehst du? An einem? Ja.
alles sehr pragmatisch, das Verdeck. Und früher, das erinnert mich so ein bisschen an die Videos Donald Duck, ja, die du dann hast, so wurde die Tür dann geöffnet. Oder einfach reinspringen. So, wir gehen mal rückwärts. Polizei, ganz dezent, nicht so wie heute, retroreflektierend, sondern guck mal hier, da ist Polizei mit drauf. Und ich nehme an, dass das auch zu 100% so früher war. Ihr habt Bilder dann wahrscheinlich gehabt, wie es ausgesehen hat. Das Ganze wurde restauriert. Und da ist unser Motor drunter. Heckantrieb. Der wahnsinnige 24 PS Motor, der dieses Fahrzeug katapultierte von 0 auf 100 in wahrscheinlich 30 Minuten. Viele Bilder sind immer dabei. Guck mal. Die ganze Geschichte anschauen. Ist schon interessant. Ja, das ist der Motor. Guck mal, die haben den aufgeschnitten. Kann man so ein bisschen sehen, was da so drin ist. Das ist der Vergaser, schau mal. Da wird aus Benzin wird, quasi Dampf gemacht, der dann verbrannt wird in den Motoren. Und auch der wurde früher natürlich auch gerne mal gefertigt, um in den Ausbildungswerkstätten zu zeigen, wie so ein Motor funktioniert, ohne dass man den zerlegen muss. Anzahl der Zylinder, was hat der? Einen? Nee, zähl mal. Ich weiß es nicht. Guck mal, können wir selber gucken, bevor ich mich hier vollkommen blamiere. Also es könnte ein... Bei einem neuwertigen Auto könnte ich das vielleicht noch herausfinden. Ich denke mal, es sind zwei Zylinder. Das hier. Du hast zwei Zündkerzen, guck mal, die an der Seite reingehen. Das ist die Zündkerze, die den Zündfunken machen. Und auf jeder Seite einen. Und das ist ein Boxer. Guck, der liegt wieder quer. Ja. Du kennst ein bekanntes Auto, was einen Boxermotor hat? Porsche. Porsche, genau. Ja. Und der Motor ist wo bei Porsche? Hinten. Hinten? Ja. Und wo ist er hier? Der Kofferraum vorne. Kofferraum vorne. Wenn man vorne. Kofferraum nennen kann. Ja, und das Gleiche ist hier auch. Hier vorne ist der Kofferraum. Und du kennst doch die Marina? Die Marina Goss kennst du? Ja, natürlich. Ja. Was es die gefahren hat, als sie jung war, 19? Wahrscheinlich auch den. Nee, den nicht. Ein Käfer. Genau. Ja. Stark. Ja, Grüße nach Düsseldorf, die da ist. Guck dir das mal an. Schön. Komm, wir gehen weiter. Viele Exponate mit drin. Prototypmuseum heißt das Ganze ja, weil viele Prototypen zu sehen sind. 1937 Auto Union Typ C. Ein Holzmodell zum Formen von Karosserieteilen. Was glaubst du, was könnte man damit gemacht haben? Da hat man das Aluminiumblech, dünnes Aluminiumblech draufgeklopft. Wahrscheinlich, um die Form zu erlangen. Genau. Ich davon aus. Also früher wurde ja von Hand. Ah ja. Da vorne ist es drauf, da ist das Blech. Genau. Es wurde ja nichts, es gab ja keine Pressen früher, weil das ja alles Prototypen waren, hat man erstmal ein Holzmodell gebaut. Das würde man heute natürlich aus dem 3D-Drucker lassen. Na gut, ich komme ja zum Beispiel auch aus der Lederfertigung und da nimmt man ja auch Formen, um das Leder zu formen. Deshalb kommt mir das jetzt schon bekannt vor. Das macht man heute auch noch. Große Stehhöhen, das hier war mal eine Industriehalle, könnte gewesen sein, eine Fabrik, die hier drin war. Druckerei. Guck dir mal die ganzen Träger, die hier drin sind, die wirklich so sind. Ja, hier, ich glaube, der Wert, der hier drin steht, wenn hier irgendwas passiert. Ihr habt eine Sprinkleranlage, ich guck mal gerade. Ganze ist natürlich gesichert. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es hier mal zum Brand kommt. Aber Brandschutztüren, ich zeige es mal gerade, der höchsten Güte. Guck mal, ganz dezent eingelassen. Ist auch heute Brandschutz das Thema Nummer eins. Und, aber alles so versteckt, dass der Betrachter, guck mal, der hier durchgeht, nichts davon mitkriegt. Ja? Also von der Integration her sensationell. Da steht er. Porsche 356 Gläser Cabriolet. Baujahr 1951. Sage und schreibe nur 830 Kilo schwer. Das ist sensationell. Und es gibt nur 20 Stück, die jetzt noch erhalten sind. 20 Stück? Ja. Der Karosseriefirma Gläser von Erich Heuer. Die haben das Ganze hier produziert für eine Opernsängerin, die heißt Maria Reining. Und man muss einfach mal drum rumgehen, ja. Man muss das Ganze mal wirken lassen. Der ist bildschön, oder? Das ist ein schickes Auto, ja. Die Farbe, der Lack, weiß man teilweise nicht, können ab und zu mal Originallacke, die hier drauf sind. Ja, Originallacke. Der war früher so, hat überlebt. Und auch hier wieder, das hast du gelernt, guck mal. Ah ja, der Blinker, genau, der Blinker. Zum Ausfahren. So, hier hast du Blick nochmal in den Innenraum.
Auch hier in der Mitte hast du kein DAB Plus Radio, sondern ich guck mal gerade, ob da überhaupt ein Radio drin ist. Nee, ist keins drin. Oh, das sieht aus wie ein Display in der Mitte. Hier war Autofahren übrigens, Jan, war früher ein gefährliches Unterfangen. Wenn es keine Airbags, guck mal hier, wenn der sich jetzt überschlägt, kann es passieren, dass du da natürlich ein Problem kriegst mit deinem Kopf. Ja, wenn ich glaube generell passiert. Mit dem Kopf war das nicht so schön, weil man ja auch keine Kopfstütze hatte. Ja, du weißt, wer zu Tode kam in einem Cabrio, ganz bekannt, James. Dean? James Dean, ja. Mhm. Ist ja sehr, sehr tragisch. Ich glaube auch in einem Porsche verunglückt. In Speedster ist er verunglückt. Und da siehst du nochmal hier einen Versuchsmotor. Eine experimentelle Maschine, die hier da ist von Porsche. Und hier sieht man nochmal, wie tief der Motor liegt. Siehst du das? Alle Kolben, alles ist ganz tief unten. Das ist übrigens ein luftgekühlter Motor und da siehst du, während jeder Umdrehung wird dieser Ventilator praktisch mit betrieben und die Luft wird dann hier in den Motor eingeführt. Und das ist ein Vierzylinder. Woran erkennen wir das? An den Vierzylindern? Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme alles zurück, es ist ein Sechszylinder. Okay. Schau mal, ja. An den drei Kabeln? Nee, wahrscheinlich drei Kabel, ja. Auf beiden Seiten ein Sechszylinder Boxermotor, der hier drauf ist, das Gebläserad, Lichtmaschine. Und auch hier alles nochmal ordentlich beschriftet. Überall, das sind so Kleinigkeiten hier, guck mal hier. Das sind Modelle, allein die Modelle haben Sammlerwert. Und die Modelle kommen natürlich viel, viel krasser noch zur Geltung. Das waren früher echte Blechmodelle. Mhm. Hier Polizei. Die Hobbysammlung eines Inhaber. So, eines Inhabers, die Hobbysammlung. Im Kindesalter. Im Kindesalter. Mhm. Ach, die waren alle große Porsche-Fans, oder? Mhm. Krass. Unvorstellbar. Auch die wurden wahrscheinlich restauriert teilweise. Ja. So, zum Ein- und Ausschalten dient ein verchromter Schlüssel, der zum Starten. Die fahren! So, Distler Porsche Elektromatik 7500, Cabriolet im Maßstab 1 zu 18, wurde 1955 in der Metallwarenfabrik Johann Distler KG hergestellt. Ein Batterie-Elektroantrieb hatten die. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, ne? Wenn man den Preis sieht, wie die gehandelt werden. Also die haben damals 14,75 Mark, das war natürlich auch schon sehr teuer für damalige Verhältnisse, aber heute 500 bis 3.000 Euro. Ja, das ist schon eine stolze Summe. Zu Recht. Also was gibt's heute nicht mehr. Ja. Ja, das steht mal eben so hier rum. Und wir werden auf die Scheinwerfer achtet. Ja. Haben alle fast dieselben, nur vom Käfer. Das sind die Käferscheinwerfer. Käferscheinwerfer, okay. Guck mal, da steht noch VW, siehst du? Macht das Auto aber auch ziemlich freundlich. Ein Volkswagen WD Sport. Das sind immer so Mitarbeiter, die eigene Fahrzeuge dann herstellen wollten. Ah, Mitarbeiter haben eigene Fahrzeuge hergestellt, haben sich da probiert so ein bisschen. So ist gewöhnt. Aber teilweise auch richtig gut, ja. Ich glaube, den Leuten freien Lauf mal zu lassen, das hat zu einigen Innovationen geführt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und sensationell. Volkswagen WD Sport, 35 PS, 130 km/h. Und zwar 130 km/h. Damals hat sich das angefühlt wie 500 km/h. Du weißt warum? Mm-mm. Die Straßen waren viel schlechter. Ach so. Ja, deswegen, vielleicht fällt dir auf, dass die Bodenfreiheit bei den Fahrzeugen schon ein bisschen höher, ne? Bisschen höher, ja. Sondern das Ganze war für schlechte Wege ausgerüstet, denn du hattest ja nicht überall Autobahnen. Und deswegen hast du hier eine Bodenfreiheit. Da würde heute jeder SUV würde von Neid ablassen. Ich weiß nicht, wie die Federung von den Fahrzeugen war. Ob das ziemlich hart war oder? Nee, sehr weich. Ja. Also Blattfedern teilweise mit drin. Die Federn früher, wenn du die Oldtimer gesehen hattest, ja, die so 1910, 20, das waren ja echte Geländewagen. Ah. Die waren sehr hoch, also hatten unglaubliche Bodenfreiheit und du konntest damit über Stock und Stein fahren. Hier jetzt ein echter Porsche. Glöckler Porsche Richard Trenkel, 67 PS, 525 Kilo, Baujahr 1952. Ah, der Vorläufer des Porsche Spiders. Ist ja auch interessant.
den Wert kann man gar nicht beschreiben hier, oder? Der ist nicht definierbar. Und auch hier hast du britisch Niedersachsen, der da ist. Guck mal, alles roh. Da ist noch nicht mal lackiert hier. Ich finde, es macht aber auch sowas her. Total. Ja, da hast du schon richtig auf dem Boden gesessen. So, und wenn du mal mitfahren durftest, um Gewicht zu sparen, hast du da den Sitz wahrscheinlich ausgebaut, ja, oder? Ach so, der Lack, um Gewicht zu sparen. Okay. So, ich höre gerade, also der Lack ist entfernt worden, weil das sind ja nochmal 3 Kilo oder so. Ich denke wahrscheinlich gar nicht erst aufgetragen. Oder entfernt man den Lack dann? So, jetzt können wir natürlich auf die Idee kommen und sagen, okay, wie bei den Jockeys beim Reiten, ja, dass die auch leicht sein müssen, die Fahrer. Wenn du da jetzt einen reinsetzt, der natürlich, ich sag mal, 200 Kilo hat oder so, dann brauchst du nicht 3 Kilo Gewicht zu sparen, sondern abnehmen war bei den Rennfahrern natürlich auch im Programm. Ich guck mal gerade hier vorne. Guck, das sind die Luft-Ein- und Auslässe. Aber wie hat man da als zweite Person drin gesessen? Das kann man abklappen, okay, wahrscheinlich nach unten. Ah, okay, zur Seite hoch. Zur Seite hoch. Ja. So, und da ja, wird man sich ja fast trauen, schon mal einzusteigen. Guck mal, das ist die Handbremse, ja? Siehst du? Hat sich gar nicht so viel verändert. Nee. Und die Gangschaltung da an der Seite. Und das Porsche-Lenkrad. Das ist schon unglaublich, wie mutig die Menschen früher waren. Ja, für alle, die jetzt einschalten, wir sind im Prototyp-Museum. Es hat einen ganz genauen Namen. Ich muss mal ganz kurz nochmal erfragen. Prototyp-Museum, kann man das sagen? Prototyp-Museum. Genau, das Prototyp-Museum. Das Prototyp-Museum in Hamburg. Der Stadtteil hier, wo sind wir gerade? In der Hafen City. In der Hafen City. Also ein ganz modernes, normalerweise besetzt mit Medienunternehmen und allem drum und dran. Und hier hat man richtig Platz. Und guck dir mal dieses Gebäude an, Jan. Allein das Gebäude ist schon Kunstwerk. Sensationell. All das sehen wir heute zum allerersten Mal. Wir haben keine Vorabbegehung gemacht. Du kennst mich. Ich will alles immer zum ersten Mal sehen. Ein Peter Max Müller Weltrekordwagen. Sage und schreibe 215 km/h. 215 km/h aus 78 PS. Und das in 1949. So, wiegt eine halbe Tonne. Auch hier, guck mal hier, der ist nicht verschraubt. Teilweise verschraubt, aber ja, die Nieten. Genietet, ne? Was hat das für einen Vorteil, weißt du? Mm-mm. Die Nieten sind, ich sag mal. Leichter? Leichter, ja, sie sind elastisch. Ah, okay. Das heißt, also, du kannst dir vorstellen, wenn das Auto fährt, dann auf das Fahrwerk hat das ganze Blechkleid auch Verbindungen. Und die werden natürlich dann elastisch gehalten, sodass das Ganze wie im Flugzeugbau. Im Flugzeugbau ist alles genietet. Unglaublich haltbar. Ja. Und auch hier mal schauen. Guck dir mal die Felgen an. Auch die. Vom Design her sehr, sehr modern. Alles gelocht, damit natürlich die Bremsscheiben auch Luft kriegen. Beziehungsweise hier hat man wahrscheinlich noch Trommelbremsen gehabt bei dem. Und 41, die ist mit drauf. Auch hier schauen wir mal kurz nach. Von hinten. Sensationell. Ja, Elektroautos brauchen ja wenig Windwiderstand. Und hier hat man das gemacht, indem man die Räder komplett abgedeckt hat. Wofür ist das hier? Was denn? Das Lufteinlass. Das ist der Lufteinlass, genau. Ah, weil der Motor auch hinten war. Genau, das geht ja darum, der braucht ja Luft auch, ja, damit er verbrennt. Und zum Kühlen. Die meisten waren luftgekühlt oder mit größter Wahrscheinlichkeit luftgekühlt. Denn Porsche hat die Wasserkühlung erst sehr, sehr spät eingeführt. Sehr, sehr lange waren die Fahrzeuge luftgekühlt. Und auch der hier ist vor kurzem noch gefahren, habe ich das Gefühl. Er nickt. Ja, ja, denn er hat eine Feuerlöschanlage mit drin, die ist Pflicht, wenn du fährst. Die ist hier vorne mit eingebaut. Da ist sie mit drin. Und hat die wichtigsten Sachen. Guck mal. Eine Kopfstütze. Eine Kopfstütze? Ja. Ich glaube, den würde ich nur mit Helm fahren. Ja. Hier steht auch was ganz Schönes. Eifelrennen, Abnahmeinspektion 2008. Da ist er gekommen. Die Kopfstütze und der Sitz. Alles ist so eine kleine Mischung aus
Flugzeug und Auto und Rennboot. Also alles komplett gemischt. Ja, hier sind wir. Weiß ist er. Hier hat man nicht an Gewicht gespart, an der Farbe. NSU steht drauf. Das ist der NSU-Weltrekordwagen. Mit dem wurden, ich glaube, mehrere Weltrekorde erzielt. Ja, früher auch schon. Guck dir mal das Plexiglas an. 4 Weltrekorde. An einem Tag. Also auf der Autobahn München-Ingolstadt erzielte Ferdi Leder 1951 an einem Tag 4 Weltrekorde. Der wurde gezogen vom Flugzeug. Ah, der wurde vom Flugzeug gezogen. Wie funktioniert das denn? Wahrscheinlich. Krass. Und da steht er. Also mit einem, das heißt, am Abend. Bitte? Der wurde vom Flugzeug gezogen, damit er auf die Geschwindigkeit kam. Dafür ist der Haken, der hier vorne eingebaut ist. An einem am Abend eingebauten 350 Kubikmotor wurden noch 2 weitere Rekorde erzielt. 261 Kilometer pro Stunde im Jahr 1951. Da gab es ja noch kein Fernsehen oder regelmäßig noch nicht Fernsehen, aber da waren die Tageszeitungen natürlich voll damit. Und da gab es auch Rekorde dafür. Die passenden Pokale, die stehen auch noch hier, oder ähnliche Pokale, die mit dabei sind. Auch die sind im Original noch erhalten. Wow, gucken wir uns das mal gerade das Lenkrad an. Auch hier hast du deine Kopfstütze, Jan. Ja. Sicherheit ist ein Muss. Ich würde jetzt sagen, Jan, steig mal ein, aber man wüsste erstmal gar nicht, wie man reinkommt. Da vorne ist das Scharnier wahrscheinlich, wird geöffnet. Und das Lenkrad, also viel, viel Platz hast du da nicht, oder? Ich glaube, wenn du einmal drin bist, kommst du auch nicht mehr raus. Kommst du? Sie haben ihn mit dem Fahrzeug beerdigt. Genau. Das ist der. Guck mal hinten, der Flügel, dass er auch nicht seitlich weggeht bei der Geschwindigkeit. Ja. Aber ich zeige euch das mal von hinten. Dass wir den mal haben. NSU. Wow. Und daneben ein, der ist schick, oder? Der gefällt dir? Ja. Wir sind im Jahr 1960. Hier merkst du, hier kommen die Rennwagen so langsam auf ihre, ja, hier etwas. Hier haben wir jetzt die Formel 1. Genau. 165 PS, fast 300 km/h aus 165 PS. Unglaublich. Heute brauchst du denn irgendwie an 1000 PS und so, aber der Trend geht wieder zurück. Die Elektroautos, im Moment wird ja auch Formel E gefahren, das heißt also viel Elektro, aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz up to date. 465 Kilo. Der wurde 4 Jahre gefahren. Krass. Der sieht jetzt schon viel moderner aus als die anderen. Aber gar nicht so wie die neuen Formel 1 Autos. Ja, natürlich die nicht. Kommen wir gleich mal zu. Die du hier hast. Hast du sogar einen Anschnallgurt. Das wichtigste Instrument, hier natürlich der Drehzahlmesser in der Mitte, das siehst du. Denn was ich hier ganz stark vermisse, ist der Tachometer. Getankt wurde hier vorne. Guck mal, da ist der Tank. Ah, der hatte also den Motor vorne? Der hat den Motor. Den Tank. Okay. Der hat den Tank vorne, Motor hinten. Die Gewichtsverteilung, ganz wichtig, dass du auf der Hinterachse, der ist ja heckgetrieben, da möglichst viel Gewicht drauf hast. Und hier kannst du noch mal in Teile des Motors reinschauen. Und so ganz dezent so ein Zentralauspuffrohr. Und in Silber in Gedenken an die Silberpfeile. So, in Silber an die Gedenken an die Silberpfeile, die unterwegs waren. Oft haben sie den Lack runtergeschmängelt, um in die Gewichtsklasse zu kommen. Also es ging darum, du durftest mit den Autos nur teilnehmen, wenn du leicht genug warst, und deswegen haben sie den Lack abgenommen. Wurde der jetzt auch nochmal gefahren, oder? Weil ich gerade gelesen habe, 2018, das hat sie mal gecheckt. Ja, 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 okay. Check bei FIVA. Und ja, aktuell im Betrieb. Wirklich. Ja. Da vorne ist noch Plus und Minus. Guck mal da, Eifelrennen. Ja. So, wir zeigen es euch mal kurz von der Seite komplett, dass wir das mal haben. Wie klein er doch ist. Tede. Daneben ein
Das sind Slicks. Also wenn da es nass wird, musst du die Reifen wechseln. Warum? Die Aquaplaning, die kriegen dann ein Profil. Das heißt, was hier fehlt, sind die Rillen. Guck mal hier, Jan, da sind Rillen drin. Das bedeutet, das Wasser kann praktisch in die Rillen reinlaufen und kann sogar hier, siehst du, seitlich entweichen. Das heißt im Prinzip, wenn ich keine Rillen habe, habe ich mehr Grip am Boden und fahre schneller? Oder wie wenn du keine, genau, wenn du keine Rillen hast und es ist nicht nass, dann brauchst du ja auch, ich sag mal, Luft, die kann problemlos entweichen. Ja. Wenn du aber jetzt es regnen würde, dann hättest du das Problem, dass natürlich das Wasser, was drauf ist, nicht weg kann, wenn du schnell wirst und dann hast du Aquaplaning, dann ist das wie Eis. Das heißt, das Auto dreht sich, Feierabend. Aber wo ist der Sinn, überhaupt gar keine Rillen zu haben? Du hast maximalen Grip. Das heißt, du hast ja hier, durch die Rillen hast du natürlich weniger Oberfläche. Ja. Und die Oberfläche steigt natürlich hier, dadurch, dass du hier so einen extrem breiten Reifen hast. Ganz viel Oberfläche. Und dadurch liegt das Ding wie ein Brett auf der Straße. Das ist eins mit der Straße. So, das Teil hier hinten, die Biertheke hier, du weißt, wozu die da ist? Nein. Ah, nee, um das Auto mehr an den Untergrund zu pressen. Genau, das Abtrieb, das große Thema dadurch, dass sie so leicht sind. Vielleicht hast du mal das Video gesehen, wo ein Rennfahrer abgehoben ist und gegen eine Brücke geflogen ist. Ich glaube, der war auch tot anschließend. Der ist wirklich abgehoben wie ein Flugzeug, weil die Fahrzeuge ja Auftrieb erzeugen. Und damit das nicht der Fall ist, hast du natürlich hier Abtrieb. Aber wenn man die beiden jetzt mal miteinander vergleicht, er hat schon ziemlich geringe Bodenfreiheit. Findest du? Das heißt, der klebt jetzt quasi am Boden. Wir können das wenn ja mal zeigen. Wenn man genau die beiden miteinander vergleicht, der hier hat viel mehr Platz. Als wenn man gerade deinen Finger mal daneben hältst, dass man das mal sieht, also da siehst du... Wie sagt man, der Vollprofi heutzutage, eine Zigarettenpackung hat nicht mehr dazwischen gepasst. Und da mal bitte Finger dann dazwischen. Hier passt eher zwei Hände. Ein Kopf noch dazwischen. Ja. Also hier hast du natürlich was ganz anderes. Ich gehe mal davon aus, dass der auch für zwei verschiedene, Rennen gebaut wurde. Dass der wahrscheinlich nur auf Straße gefahren wurde, wurden die beide nur auf Straße gefahren? Nee, die sind beide auf dem Rennkurs gefahren. Okay. Aber das hier ist natürlich Baujahr, wir können ja mal gucken. Da sind Weltensprünge dazwischen, 1960 ist hier mit dabei. Das ist 91. So, 60 und 91. Kannst du dir vorstellen, 31 Jahre dazwischen. Sieht man aber auch. Dass sich da ein bisschen was verändert hat. Ich gehe mal davon aus, dass es hier vorne auch... für den Boden, wie nennt man es mal, Luftdruck? Ja, der dass man an den Boden gepresst wird. Aerodynamik ist aber auch ein Thema. Ja. Also dass hier der Wind, der von vorne kommt, darüber geht, hochgeleitet wird und dann über das Fahrzeug hinweg. Guck mal hier, Jordan. Der hat sein erstes Formel-1-Rennen damit gefahren. Das erste Formel-1-Rennen? Ja, von Michael Schumacher. Das ist das Auto, der Jordan 191 Formel 1 Michael Schumacher. 3,5 Liter, fast 700 PS, 330 km/h und wiegt gerade mal 505 Kilo. Ja, das ist leicht. Wow, guck mal hier, die Streben. Das Material hier, ich hoffe, du kannst es erkennen, das Material, was hier die Strebe ist. Carbon. Carbon, genau. Kohlefaser. Ja. Extrem leicht und extrem haltbar. Was war das Grundmaterial von solchen Autos? Grundmaterial, also ich denke mal, dass das Auto komplett aus Carbon ist. Könnte aber auch Glasfaser sein. Also das hier sieht man ja auch Carbon-Elemente, die freigelegt wurden. Aber auch von innen komplett. Ja, es ist wahrscheinlich Carbon. Ja. Aber ich halte mich da mal bedeckt, weil das ja auch lackiert ist hier, das Fahrzeug. Und hier hast du die Klappen. Das sind wahrscheinlich Windleitbleche und da kannst du je nachdem, um die Kurven zu fahren, ja genau, und du kannst du das denn jeweils hochklappen, je nachdem wahrscheinlich wie das Wetter ist, wie die Verhältnisse sind, wie schwer das Auto ist, dann wird das hier an der Seite eingestellt. Je höher die sind, desto mehr Andruck hast du natürlich oder der Wind geht höher. Ich muss jetzt doch mal ein Foto von diesem Auto machen. Ich zeig das mal. Jan, mach dein Foto. Schumacher steht drauf. Michael Schumacher, der Jordan 191. Müssen wir mal gesehen haben. Ich find's cool, oder? Ja. Hier, ich meine, wir haben ja früher auch mal eins geguckt, wenn man die Autos mal in echt sieht. Und wie groß die auch sind. Es wurde früher ja viel mehr Formel 1 geguckt. Wir hatten drei Premiere-Decoder, weißt du noch? Ja. Die standen alle drei nebeneinander und alle drei Premiere-Decoder hatten jeweils eine andere Ansicht. Ja. Wir hatten damals ja damit gehandelt und dann hatten wir drei Premiere-Decoder. Guck mal, das Momo-Lenkrad.
Ist es mit Schaumstoff oder was ist das? Ja, nee, das ist wahrscheinlich so ein Leder, ja, das drauf ist. Und dann hast du einen digitalen Tacho hier mit drin. Das ist schon echt ziemlich cool. Und einen richtigen Gurt hier mit eingebaut. Und wenn die beiden jetzt mal nebeneinander siehst, die hier stehen, Porsche, gar nicht vergleichbar, aber trotzdem seiner Zeit natürlich das Maximale machbar, was hier drauf ist. Er ist grün, es ist ein Porsche, steht vorne drauf, ein Wendler Porsche WRS 001, angetrieben Typ 547, Königswellenmotor, der ist hier mit eingebaut. Von vorne sieht man mal schon das deutliche Porsche-Design, so wie man das heute ja auch teilweise noch wiederfindet. Nicht ja, ganz so rund natürlich. Früher war mal der 400 und der hatte hier vorne wahrscheinlich auch den typischen Kofferraum. Ja, und den Tank, siehst du? Ah, okay, gleichzeitig. Vorne ist der Kofferraum, ja. Das ist die Tanköffnung, ja. Okay. Also würde ich mal schwer vermuten, denn ich habe an der Seite keine gefunden. Und wir haben ja aus den Rennautos schon gesehen, da war der Tank ja auch vorne. Und der hat einen Überschlag, wie nennt man das? Ein Käfig. Ah, ein Käfig, genau. Das heißt, der wurde auch für Rennen gefahren? Ja. Nehme ich mal an, also bei 228 km/h, ja, 650 Kilo, kann man mal machen, ne? Da bist du natürlich ganz froh, wenn du das überlebst, und der hat einen Überrollkäfig mit drin, ja, genau, der mit eingebaut ist, hier sieht man es. Das ist ein wirklich schönes Lenkrad. Ein schönes Lenkrad, ja. Holz. Schick. Ah, da war es natürlich, du hattest keine Servolenkung meistens, das heißt, du musst es noch von Hand lenken, das ist der Grund, warum die Lenkräder so groß sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass das für Rennen jetzt auch nicht so wichtig war. Weil was? Die Servolenkung? Ja, aber die Kurven, die man gefahren ist, sind ja eher größere Kurven gewesen. Ja, wenn du aber schnell gefahren bist, dann geht es auch leichter. Ja. Also du, ist natürlich klar, wenn ich stehe. Ist nur nicht so einfach. So, guck mal von hinten. Wow, was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich Optik. Oh, das ist vielleicht die... ist der Motor. Mit drin. Ah, nee, Optik, ja. Aerodynamik, Optik, Schönheit. Also da ist auf jeden Fall der Motor drunter. Ja. Und hier die Auspuffanlage. Okay. Rücklampen. Jetzt mal schauen, da ist er mit drin. Und wir gehen zu der Seite. Wow, die sahen früher alle so aus. Also es gab mal eine Zeit, da waren die, jetzt bin ich aber nicht der ganz große. Was ist das? Es ist wahrscheinlich unbezahlbar. Es ist ein Elektro. Fahrzeuge, die bei Le Mans noch gestartet sind. Vor der Corona-Zeit. Ah, wow. Also ein relativ aktuelles Auto. Le Mans. 24-Stunden-Rennen. Krass, als. Welches Material wird die Carbon. Ja. Ja, wir gucken mal gerade. Hybrid. Müsste Carbon sein. Ja. Genau. Also der hat einen Elektromotor, genau, und, Elektromotor. Und Benziner. Und Benziner. Mhm. Da fragt man sich, ob es ein Auto oder ein U-Boot ist, wenn man die Fahrerkabine sieht. Aber auch hier gilt natürlich, wenn es da regnet, und das ist ja beim 24-Stunden-Rennen, ja, ja, der Fahrer da total ungeschützt mit drin ist. Das ist jetzt ein Mock-up. Also ganz konkret könnte das natürlich ein Prototyp sein, der, kann man schauen, also ich guck mal gerade, umgewandelte Brems- und Abgasenergie wird in einer Flüssigkeit gekühlten Lithium-Ionen-Batterie zwischengespeichert. Das heißt, der hat eine Rekuperation mit eingebaut. Die Bremsenergie, das heißt auch die Bremsen halten viel länger, werden nicht so stark überhitzt. Der Motor bremst ab, der Elektromotor. Ja. Die Räder sind jetzt nur geschützt wegen der Aerodynamik, oder? Gehe ich mal von aus, ja. Und das ist hier vorne, weißt du, da diese Riesenlampe, die mit drin ist. Ja. Guck dir mal die Anzahl der Scheinwerfer an. Die brauchten Licht damals, weil die Strecke selber ist ja teilweise nicht beleuchtet. Und dann brauchst du wirklich viel Licht. Also sowas hier, das würde mich an den Rand des Wahnsinns bringen, sowas zu fahren. Ja gut, damals ist ja jetzt auch 2017, das ist jetzt noch nicht so lange her. 2017, ja. 875 Kilo, größer 340 km/h, 900 PS. Unglaublich. Ja gut, wenn du heute guckst, teilweise Elektroautos haben das jetzt auch schon. Und hier so Kleinigkeiten, das ist alles für die Rettungsdienste. Ich muss gestehen, dass wenn ich den daneben sehe, da fühle ich mich schon hingezogen. Der Audi? Ja. Da kommen wir gleich zu. Oh mein Gott. Aber hier muss man wirklich ein paar Sachen... Ach, das ist der R8. Der R8. Der
So, auch hier, ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus wie ich. Hier siehst du also ganz klar das Windleitblech hinten, Carbon. Wow, also kommt nach Hamburg, schaut euch das alles live an. Es gibt eine geführte Tour, wo ihr natürlich alle Details zu den Autos erfahrt, wo die Kuratoren hier sich bestens auskennen zu diesem wirklich wunderschönen Museum. Und hier sieht man das Ganze auch nochmal von der anderen Seite. Funkantennen oben mit drauf, mehrere Antennen, denn hier wurde ja in großen Teilen dann auch live gesendet mit mehreren Cockpit-Kameras, die mit drauf sind. Der Bordfunk ist hier mit drin und natürlich, das könnte die Tankeinheit sein, wo Druckbetankung dann läuft oder Schnellbetankung und das Ganze dann sehr, sehr cool. Dann, du hast ein bisschen was erfahren? Ich frag mal gerade. Das ist eher eine inoffizielle Geschichte. Das okay. Ist halt das, was man sich so erzählt. Dass das der Grüne, der von Michael Schumacher gefahren wurde, im Prinzip eigentlich gar nicht für Michael Schumacher gedacht wurde. Jedoch der eigentliche Fahrer sich mit dem Taxifahrer in die Haare bekommen hat, verhaftet wurde. Und dann haben wir Michael Schumacher angerufen und so hat er sein erstes Rennen gefahren. Die Formel 1. Genau. Bei der Formel 1. Formel 1. Ja, genau. Also nicht der da, sondern der da. Genau, der Formel 1. Nochmal, wie war die Story? Dass der eigentliche Fahrer, also der war gar nicht für Michael Schumacher gedacht. Und der hat sich dann mit dem Taxifahrer in die Haare bekommen, wurde verhaftet. Achso, der konnte nicht fahren. Und dann konnte er nicht fahren. Und dann hat man ganz schnell Michael Schumacher angerufen, hey, kannst du vielleicht mal fahren? Und so als Notnagel. Genau, als Notnagel hat er dann angefangen. Und dann hat er sein erstes Rennen gefahren und wurde danach von Benetton für Rennen eingetragen. Genau. Akquiriert, ja. Da steht's. Ja, haben wir eben schon gezeigt. Also ihr müsst, blieb nach ca. 400 Meter jedoch mit Kupplungsschaden liegen, ja. Fuhr Schumacher gleich auf den 5. Platz. Cool. Ja. Die Storys könnt ihr alle live erfahren, wenn ihr den Kurator bucht. Genau. Denn da gibt es eine geführte... Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen, um das alles nochmal zu hören. So, hier ist er. Der Audi R8R LMP Prototyp. Baujahr 1998. Überleg mal, 98 wurde er gebaut. Ich würde mich drauflegen, wenn ich könnte. Ach so. Der ist so schick. Mach doch mal, da fliegen wir gleich raus genau. Hier, denn berühren ist verboten. Ja, das ist schon echt ein schönes Fahrzeug. Da steht er. Audi R8 LMP der Prototyp. Der Furnieren. Ja. Aber schön, schön tief ist er, das kann ich dir sagen. So sieht er von vorne aus. Also ein echter Prototyp, der hier steht. Das ist unglaublich, wie sehr die am Boden liegen. Mach mal nochmal... Ich habe noch nie in echt gesehen vorher. Ein Fingertest bitte. Genau. Soll ich den kleinen Finger vielleicht nehmen? Ja, der Daumen gerade so. Also nichts für die Tiefgarage, oder? Nee, nichts für die Tiefgarage, genau. Ja. Wow. Und der Heckspoiler. Der kleine. Ja, könnte jetzt... Altstadt, Düsseldorf, ein paar Altabstellen. Okay. Cool. Guck dir mal das Interieur an. Das ist Technik pur. Der sieht jetzt natürlich nochmal ganz anders aus, aber auch viel breiter, habe ich das Gefühl im Vergleich. Zumindest jetzt mal hier, was die Öffnung betrifft. Ja, ist breit. Der sieht schon ein bisschen schmaler aus. Was ist das denn? Ist das wegen... Schumacher. Ah, okay. Da wird es nochmal bestätigt. Okay. Ja, es wurde auch bestätigt. Das heißt, die Story von Schumacher... Dass er durch Zufall quasi zu seinem kometenhaften Aufstieg gelangt ist. Hier steht es. Vor 20 Jahren machte Bertrand Garchon Attacke auf einen Taxilenker den Weg für Schumacher in die Formel 1 frei. Ja. Das heißt... Schon blöd. Ich glaube, genau. ich glaube, der Tag, den wird er nie vergessen, oder? Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Das ist cool. So, hier der Bordfunk. Die Dinge sich manchmal ergeben. So, hier natürlich ganz oft wird ja bei solchen Fahrzeugen auch getestet und die Stand der Technik dann ausprobiert. Aber das hier ist wirklich ein absolutes Unikat mit, ja, wir müssen unbedingt mal hier diese Führung buchen, damit wir hier nicht rumrätseln müssen. Kommen wir bestimmt nochmal wieder, werden den Kurator nochmal besuchen. Da kann er uns zu jedem Auto nochmal die Story erzählen. Das hier ist jetzt mal so ein großer Überblick. Denn
Ich traue mich ja gar nicht, hier immer so die Storys zu erzählen, wenn ich ja im Grunde genommen gar keine Ahnung habe. Ja, du hast schon keine Ahnung. Naja, aber alles... Ich habe keine Ahnung. Aber hier lernt man was. Das ist auf jeden Fall wirklich spannend, auch für mich. So, Anzahl der Zylinder. Was ist das für ein Motor? Tatra-Motor von 1952-53. So, ein Rennmotor. Wurde von Erich Kepler aus Groß... Das heißt, das sind vier Zylinder. Ich zähl mal gerade. Eins. Ich habe was gelernt. Ja. Nein. Doch. Was ist mit hier unten? Da unten? Nee. Das okay, sind das ist eins. Anzahl der Zündkerzen. Also du hast vier Zündkerzen. Du hast auch hier den... Guck hier, den Zündkerzenverteiler, der ist ja oben drauf, siehst du? Ja. Und der hat auch vier Ausgänge, also ein Vierzylinder. Und was ist das für ein Motor? Was könnte das sein, wenn die praktisch gegenüber liegen? Boxer. Oder? Könnte sein, ja. Sieht zumindest mal die Bauweise so aus wieder. Weil der heißt der Tatra. Ja, Tatra, ich nehme an, dass das... Mit zwei Zylinderköpfen. Rüste diesen mit zwei Zylinder aus, ein VW-Motor. zwei Zylinderköpfe. Ja. Okay, das bedeutet, dass hier... Gut, ich enthalte mich da mal. Ich hab das ja auch nicht... Wie viele Zylinder hat dieser? Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ja, genau. Formel-1-Motor. Das ist das, was so macht, wenn du... Genau die. Das ist die extrem hochdrehen. Und schätz mal, wie hoch der dreht. Pro Minute, wie viele Umdrehungen sie liest. Sie liest, genau. Ist es das hier, 13.500? 13.500 Umdrehungen pro Minute, ja. Das ist ja. Viel. Ja. Komm, wir gehen mal hier ums Eck. Ich habe mal Bock, die Formel 1 nochmal zu schauen. Ja, hier, siehst du richtig schön. Wow. Das ist Formel 1, guck mal hier. Da haben wir ja gelernt, da sind jetzt hier die Straßenreifen drauf. Die du hier mit drauf hast, komplett schwarz. Ja. Auch hier die... Windleitbleche hinten. Alles Carbon. Kannst du hier mal drauf gucken? Ja, hier sieht man es auch schön. Carbon. Ja. Komplett Carbon. Sichtcarbon. Hier hat man nichts lackiert. Also hier siehst du auch wirklich hier dieses Schachbrettmuster. Das hier ist ein Toyota. Toyota? Ja. Komm schnell weg. Ja, genau. Muss dazu sagen, ich feiere einen Toyota, ja. Auch ein Formel-1-Wagen, richtig? Ja, das ist ein richtiger Formel-1-Wagen. Ein Hilux. Offroad Hilux, der da ist. Aber. War ja gar nicht so viel Unterschied immer, denn ich sag mal, die Leute haben natürlich sich auch ein bisschen abgeschaut, wie die anderen das gemacht haben und haben das dann genauso gemacht. Das hier ist ein Toyota TF110, Baujahr 2009, 345 km/h und TF110 war für die Formel 1 ein Prototyp, der von Toyota im Motorsport in Deutschland für die Saison 2010 entwickelt wurde. Die zwei gebauten Fahrzeuge kamen jedoch nicht mehr zum Einsatz, da sich Toyota Ende 2009 aus der Formel 1 zurückgezogen hatte. Das heißt, die haben das Handtuch geworfen in der Formel 1, John. Ja. Du guckst schon da links rüber, das gefällt dir besonders gut. Ein Porsche-Querschnitt. Wer auch immer diesen Porsche zersägt hat, er hat es nicht. Lufteinlässe, Carbon und auch das Lenkrad schon wie in der PlayStation. So, also Formelwagen. Um die möglichst gleiche Bedingungen im Automobilrennsport zu ermöglichen, wurden die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge durch technische Regeln, Formeln in bestimmten Bereichen festgelegt. Die bekannte Formel ist die Formel 1, die 1950 das erste Mal als Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Ja, und das ist so, da wurden dann praktisch Leistungsklassen, Gewichtsklassen festgelegt, damit die natürlich nicht der eine mit 1000 PS mit dem anderen mit 35 PS gefahren ist, sondern die wirklich einigermaßen gleich sind. Bitte auch hier mal Fotofinish, Can. Hast du die Schaltknöpfe gesehen? Die Schaltknöpfe, ja, da warst du gerade am Fotografieren. Da habe ich gesagt, das sieht aus wie PS4. Aber wesentlich komplizierter. Nee, das... Wofür ist das? Das ist Funk teilweise. Wir können mal Radio, also Funk ist mit dabei. Dann kannst du Boost, also einstellen, wie stark der, keine Ahnung. Also da kannst du den Motor praktisch programmieren während der Fahrt, was der so kann, was der können soll. Cool. Cool. So, und da ist dein Lieblingsauto. Nein.
Das ist mir zu weiblich. Was ist das für einer? Ein 900? Carrera. 11. 11, ja. 911 Carrera. Von der Seite sieht er ja noch ganz normal aus. Da könnte man sagen, okay, kaufe ich mobile.de. Genau. Morgen eingestellt. Morgen eingestellt. Ich verkaufe einen. Ich glaube aber, dass den auch jemand so kaufen würde. Natürlich. Ja. Also klar, vollkommen klar. Dass man dann mal die andere Seite sieht. So, und das ist sensationell. Und ja, von der Seite kann natürlich jeder schön schauen, dass der Motor hinten ist. Ja, genau. Hast du gewusst, dass der Kofferraum vom Porsche 911 sich in den letzten, ich glaube, 20 Jahren, 30 Jahren nicht verändert hat? Das heißt, die Koffer passen immer noch. Und vom Boxster, also vom Cayman zum Beispiel, ist der gleiche Kofferraum. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil du hattest mal einen, das erinnere mich daran. Ein Elfer, ja. Hatte, ja, ich habe ihn geliebt, aber habe ihn verkauft, ja. Weil du weißt, ich fahre ja lieber Offroad als Rennwagen. Und naja, man muss es mal probiert haben. Das ist er von der Seite. Ja. Ich könnte wetten, der fährt noch. Ja, genau. Ich könnte wetten, der fährt noch. Das, also alles Relevante, ja, was irgendwie vorhanden. Da ist, ja. Hier Modellanfertigung durch die technische Berufsausbildung und Presseabteilung Dr. Ingenieur HCF Porsche AG. Also ich bin mir nicht sicher, ob der noch fährt. Also kann ich nicht sagen. Aber guck mal hier, die haben den einfach in der Mitte durchgeschnitten. Na, ich meine, man muss ja auch mal wissen. Ist das sensationell. So, wir werden gerade gefragt, ob wir was trinken wollen. 1 Stunde und 6 Minuten. Hinten ist der Motor mit drin. Mal eine Frage, der fährt noch hier, der kann fahren, oder? Man weiß es nicht. Hat einen Motor drin? Vielleicht, man weiß es nicht. Ich würde auf keinen Fall mitfahren, weil natürlich auch ein großer Teil der Karosserie fehlt. wie weit man damit kommt, wird man dann sehen. Aber ich denke mal, vielleicht fährt er sogar noch, dass er nicht irgendwie abgeschleppt werden muss. Kannst sogar noch jemand mitnehmen. Ist das nicht sensationell? Sie haben ihn einmal komplett durchgeschnitten. Guck mal, hier vorne siehst du den Schaumstoff. Dass du mal sehen kannst, wie das Ganze kommt. Ein Uni-Projekt. Bin ich der Meinung. So, es könnte sein, dass Studenten das Ganze hier gemacht haben. Ihr siehst aber auch hier, das sind die Stabis hier hinten. Also wenn es zum Aufprall kommt, dann hast du hier nochmal... Das geht rein? Das geht rein, ja. Ich kann es das eigentlich sehr gut sehen. Dass die Stoßstange selber, die hat praktisch keinen großen Effekt. Das ist dieser Träger, der hinten drauf ist. Und der nimmt dann die Energie auf und leitet die dann in das Fahrzeug ab, ja. Wie beim Smart. Ja, die Crashbox quasi. So, und dann hier die Glasscheibe durchgeschnitten. Guck mal hier an der Seite. Ja. Crazy, oder? Das hier ist dann also eher dein Auto, ja? Hinter dir? Ja, warte. Der Porsche Jagdwagen. Der Jagdwagen. Nein. Mit dem Porsche Jagdwagen würde ich mir in die Garage stellen und erstmal Alarmanlage einbauen, die Versicherung einbauen. Das war damals eine Ausschreibung von der Bundeswehr. So, der war eine Ausschreibung von der Bundeswehr. Das war eine Ausschreibung damals von der Bundeswehr, das, was ich gehört habe. Und den Zuschlag hat dann der Kübelwagen bekommen. Ja, den man, ich glaube, heute ganz vergeblich sucht im Netz. Also das Ding ist in dem Zustand hier sensationell. Und guck mal, was draufsteht. Das ist der erste unter dem Namen Porsche gebaute Allrand. Ja, was noch viel krasser ist, es ist eigentlich ein SUV von Porsche. Das heißt, also der Vorläufer des... Ja. Das ist wie ein Kübelwagen. So, der Porsche 597 Jagdwagen, 1958. Jetzt hätte ich. Ja. Porsche hat damals Traktoren gebaut. Traktoren? Das wusste ich gar nicht. Ja, in der Eifel gibt es sogar Porsche-Clubs mit Traktoren, ja. Das war. Ja, die fahren heute noch. Unkaputtbar. Aber ein Kübelwagen von Porsche, sowas habe ich noch nie gesehen. Nee. Das ist wirklich unglaublich. Ein echter Porsche. Jetzt überleg mal, du fährst mit so einem Auto rum und da steht an der Seite Porsche drauf. Also der Wert, den kann man nicht beschreiben, oder? Ja, also hier steht's. Der 597 ist der erste unter dem Namen Porsche gebaute Allradwagen. Und da haben sie auch wieder natürlich viele Sachen wieder ähnlich gemacht. Wir können das mal kurz anschauen, wie das Ganze innen aussieht. Hier siehst du hier das Lenkrad. Dann Scheibenwischer. Der Scheibenwischermotor ist natürlich offen hier. Und da haben die Leute dann drin gesessen früher.
als Cabrio. Und das sind die Haltegriffe, wenn man irgendwie einen aussteigen möchte. So sieht das Ganze aus. Von hinten sieht er so aus, mit Anhängerkupplung und Auspuffanlage. So, ich komme mal zu euch. Daneben natürlich was ganz Tolles. Das sieht schwer danach aus. Sieht schwer danach aus, dass das hier, ich zeig's mal gerade, ob das Schild echt ist, weiß ich nicht, aber es sieht so echt aus. Guck mal, was in der Mitte drauf ist. Ich denke mal schon, oder? Ja. Was steht da drauf? Also wir schreiben das Jahr 1942. Da war. Ich habe gerade was Tolles erfahren. Der kann schwimmen. Wie, der kann schwimmen? Der kann schwimmen. Guck mal bitte an die Seite hier. Ja. Da ist ein Paddel. Ach, das ist doch nur, damit irgendein Angreifer kommt, damit die dann... Und dann gehen wir hinten hin. Ja. Ich komme hier nicht durch, warte mal, ja, ich komme auf die Seite. Also erstmal ist ein VW. Ja. So viel kann man sagen. Ein VW Typ 166. Schwimmwagen. Ja. Und gehen wir hinten hin, was er hat. Das ist zur Kühlung, nehme ich an, oder? Ja, damit oder ist eine Turbine, damit man damit schwimmen kann. Nee, man kann sie runterklappen und das ist ein Propeller. Ja, genau. Und ich gehe mal davon aus, die Paddel... Der Paddel war zum Verteidigen der Krokodile in der Elbe. Echt? Quatsch. Er hat gesagt, das Paddel war zum Verteidigen der Krokodile in der Elbe. Ja. Aber der ist wirklich aus dem... Genau. Es war ein Scherz, ja. Ich gehe mal davon aus, damit hat man die Richtung bestimmt. Ach, guck mal hier, das ist aus dem Dritten Reich, das Auto. Ja. Wurde Ende des Krieges dann gebaut. Dann siehst du also hier... Ah. Ein niegelnagelneuer Verbandskasten. Glaubst du, der ist noch TÜV geprüft? Weiß ich nicht. Aber es ist hier, es nennt sich Sturmbootmotor. Werkzeug für den Sturmbootmotor. Ich nehme an, dass diese Kiste auch noch original ist. Mhm. Ah. So. Wir haben es nicht geöffnet, aber eher. Also wir kommen nicht in den Knast, weil wir es angefasst haben. Also fasst die Sachen bitte nicht an. Denn das ist wirklich gedacht, damit es die nächsten 100 Jahre auch noch von Leuten beguckt werden kann. Also ich habe die Genehmigung bekommen, wenn ich ganz, ganz nett bin, darf ich es natürlich jetzt mal anfassen. So, also dann darfst du es mal anfassen. Mach mal einmal. Man also, darf es nicht anfassen. So, aber du darfst jetzt für die Dreharbeiten mal Hand anlegen. Also falls sich jemand wundert. Wie fühlt es sich an? Rau. Ja. Ich denke mal, die Lackierung... Gut, ich meine, da hat man wahrscheinlich nicht den größten Wert darauf gelegt, man wollte dem Ganzen nur eine Farbe geben. Du, hier sind auch so kleine Dellen mit drin. Ja. Da könnte auch mal eine Kugel dran gewesen sein. Man weiß es nicht. Ja. So, komm, wir schauen mal gerade. Das ist der Propeller, so sieht das Ganze von hinten aus. Ich gehe mal ganz kurz dahinter, dass wir das mal sehen, wie das Ganze so sensationell. Also ein Wagen, den ein Fluss nicht aufhalten kann, von Volkswagen. Perfekt restauriert, denn er sieht so aus, als wäre er schon immer so da gewesen, aber ist er ja nicht. Daneben, ganz klar, ein der war für die Wüste, oder? Kübelwagen. Der war bestimmt für die Wüste, ja. Der sieht zumindest mal gut getarnt aus. Das hier ist ein Kübelwagen. 50.000 Stück wurden gebaut, so viele sind nicht mehr da. Und der hier hat 25 PS. Also Matschfarbe, ja. Dass du in der Wüste nicht aufgefallen bist. Ich glaube nicht Wüste, aber Matsch. Damit man. Obwohl jeden, guck mal, dass du also hier im Wald nicht groß aufgefallen bist. Hast ja hier komplettes Tarnfleck hinten drauf. Ich glaube, das ist eher für Wald. Ja, aber interessant. So, wie ist die Höchstgeschwindigkeit, John? 70 km/h. 70. Ja. Wo ist der Airbag? Haha. So, auch hier, das sind die Schaltelemente, Kraftstoffharnstellung, Reserve. Ja, Reservekanister. Ja. Stark. Und auch hier von der Seite mal komplett. Tede. Bitte noch einmal, du warst nicht ganz drauf. So, Entschuldigung. Und stillhalten. Dankeschön. So. Warte, ich schieße ihn mal von der Seite nochmal, dass wir ihn... Der wurde jetzt nicht der Schönheit wegen gebaut.
Also du findest an jeder Ecke hier. Und wir haben gerade mal die erste Etage. Ich denke mal hier die Ausstellung, da musst du, wenn du begeistert bist, so 4-5 Stunden musst du schon mitbringen. Also dass du die wirklich genießen kannst, denn jeder hat ja auch so seine eigenen Erfahrungen. Junge und alte Leute kommen hierher, also die sich das Ganze anschauen wollen, aber viele Ältere, die kommen dann schon in Gefühle, oder? Wenn die das sehen. Simulator ist da. Komm, wir zeigen den mal. Da kann man... Und hier steht mal so ganz versteckt der Simulator, der da ist, in einem Porsche. Oh, wie cool. Da ist der Rechner mit drin. Da kannst du auch mit Porsche fahren. Also in der Anfangszeit funktionierte, vibrierte das Lenkrad, der Sitz neigte cool. sich mittlerweile. Nicht mehr. Ja. Gut, da waren ja auch schon 10.000 Leute drin, oder? Ich will von mir eins fahren. Ist der echt der Wagen hier oder ist ein Replika? Echter 356. Echter 356. Genau. So, also der hält das aus, wenn die Tür auf und zu gemacht wird die ganze Zeit. Genau. So, aber hier ein kleines Detail, schau mal, Jan. Das sieht doch schon ein bisschen aus wie mein Hilux von der Höhe her. Ja, also. Genau. Also für alle, die es nicht wissen, wir fahren einen Buschcamper Original Hilux, Baujahr 2022 und der ist ungefähr so hoch wie der hier. Und du weißt, wenn du einsteigen musst, das wäre hier einfacher als ein Buschcamper. Sieht tiefer aus ein bisschen, ja. Aber das Ding ist doch phänomenal, wenn du hier mal reinfilmst, guck mal. Mhm. Ist das ein Touareg? Das ist ein Touareg, ja. Der ist in der Wüste gefahren, hat Wüstenrennen gefahren, Paris-Dakar. Was? Thomas Gottschalk? Okay. Der Arme. In seinem oh, sehr arm, ja. Alter muss er noch mit so einem Auto fahren, ja. Mhm. Wahrscheinlich ohne Klimaanlage, die hier mit drin ist. Krass. So, die Recaro-Sitze. Designstudie Braunschweig steht dran. Und auch der ist so nicht vom Band gelaufen, sondern das ist ein Unikat für den Rallye-Rennsport, Wüstenrennsport, VW Race Touareg heißt der. Hat 310 PS, 2,5 Kubik, 190 km/h und wiegt sage und schreibe nur 1,8 Tonnen. Also du hast hier wirklich 1,9 Sekunden. Von 0 auf 100? Ja. So. Das ist kein Blech, das ist wahrscheinlich Carbon, was da ist, oder GFK, man weiß es, Plastik. Ja, das Plastik. Kunststoff, nennen wir es mal. Kunststoff. So, hier Sichtcarbon hast du noch mit drin. Der Bügel, den kannst du abnehmen. Ah, Steel Space Frame. Breit ist er, guck ja, mal, wie breit er ist. Ziemlich breit. Jetzt nicht vergleichbar mit einem normalen Touareg natürlich. Und das Coole ist, mit dem kann man natürlich Wasser fahren. Ja, der Ansaugstutzen ist hier oben, aber da gilt natürlich auch alles wasserdicht zu machen. Unter anderem die Entlüftung der Differenziale, die muss man zumachen. All das habe ich gelernt auf meinen Reisen durch das Thema Offroad. Sperren und so weiter sind nämlich eingebaut. Komm, wir gehen mal weiter, John. Ja. Denn daneben steht ein sensationelles Auto. Der mit 29 beschrieben, der kleine, hier unscheinbare. Der kleine. Ich meine, im Vergleich zum Touareg ist es da nun wirklich klein. Ja, guck mal, du weißt, was das für eine Plakette ist. Guck mal. Will ich's wissen? Wenn du da drauf kommst, ich meine, man könnte drauf kommen, wenn man sich ein bisschen überlegt, was das. Guck mal, wenn du mal die Buchstaben liest, die da drauf sind. Ah, doll. Guck mal. Links oben der Buchstabe. Will ich sagen. Also ich kann nur vermuten, das ist die ADAC-Plakette. ADAC? Ja, ne, eine alte. Guck mal, da steht DAC, KAC, AVD, Automobilverkehr 1948. Das ist mit ziemlicher Sicherheit eine ADAC-Plakette. Okay. Ja, eine alte. Und das ist ein Porsche. Sensationell. Ein Rohmatch Porsche Spider. Ich komme mal gerade mit. Weil ihr ja gefragt habt, ob die Fahrzeuge gefahren werden. Einer der Inhaber beim
im Stadtparkrennen von der Strecke gekommen, gegen die Strohballen. Gut, das habt ihr natürlich so gelassen, damit ihr mal ein Auto habt, was eine kleine Marke hat, oder? Das ist ja auch ein Fan. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die müssen doch gezeigt und gefahren werden ab und zu mal, oder? Warum ist es damit raus? Wie gesagt, alles, was einen Motor hat, wird gefahren, ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Es gibt ja genug Oldtimer-Rennen. Stark. Also das hier ist ein Auto, glaube ich, auch hier die ganzen Werte, die hier drin stehen. Ich muss aber auch sagen, umso mehr wir hier durchlaufen, am Anfang war ich so ein bisschen so, okay, aber umso mehr ich erfahre, umso euphorischer werde ich. Jetzt überleg dir mal, wir hätten jetzt die Buchung, die Führung der Kuratoren noch mitgebucht. Die haben nämlich zu jedem Auto noch eine Story, aber wir werden eins versprechen, Jan. Wir kommen wieder. Ja. Und dann werden wir jede Story von jedem Auto mal einzeln filmen. Das wird ein, zwei Tage dauern, bis wir durch sind, dass wir das Ganze mal zeigen. Und ich meine, das beste Video von hier bringt nichts. Denn ihr könnt diese Autos hier, und das ist sensationell, das liebe ich an eurem System, du kannst drum rumlaufen. Die meisten Autos sind abgesperrt bei anderen Ausstellungen. So ist es bei großen Museen, Porsche, Mercedes. Alles zu, dicht. Nicht an die Fahrzeuge. Ja, es sei denn mal, es Presse fragt den Lieb und da kann man rein, aber der Normalbürger, der kann auch hier hin. Heißt aber für euch da draußen, ihr müsst diesen Autos mit ganz viel Respekt entgegentreten, denn hier sind natürlich überall Kameras mit allen drum und dran. Ich sehe jetzt im Moment keine, aber die werdet welche haben. Er ist ja die Kamera auch. Ja, er ist auch die Kamera und ich kriege jetzt schon Angst, was ich sage. Steht mir dabei, aber du kommst hautnah an die Autos ran. Ja, das ist genau. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das mal in echt zu sehen. Und du hast auch nicht das Gefühl, weißt du, dass diese hautnahen Autos, dass die irgendwie jetzt Patina bekommen haben von Besuchern, sondern ihr werdet wahrscheinlich die pflegen, putzen, ihr habt einen eigenen Putzdienst, denn es heißt ja, bitte nicht berühren, aber Staub ist, glaube ich, euer Feind Nummer eins, oder? Unser Wagenpfleger fängt montags an und endet Freitag zum Wochenende seinen Dienst. Ja, und dann hat er wahrscheinlich nur einen Bruchteil von denen. Ja. Genau. Kommt da montags. Und fängt von vorne an. Boah, ist ja schön. Guck mal hier, der Lufteinlass hinten. Das sind so schöne Details. Ja. Alles wird in Stand gehalten. Die Preise, da habe ich nicht wirklich das Gefühl, als ob ihr das macht, um damit jetzt noch viel Geld zu verdienen, sondern ich habe das Gefühl, ihr wollt den Leuten wirklich das Erlebnis bieten, oder hier? Genau. Das, also fair, wenn ich da einen Familienpreis sehe mit 6 Personen für, ich glaube, 22 Euro. Wir haben die Familienkarte, die kostet 22 Euro, sind 2 Erwachsene, bis zu 3 Kindern. Ja. Stark. Also das soll für die Nachwelt erhalten werden, oder? Dieses Museum. Ich glaube auch, dass das, wenn der Staat das machen würde, das geht nicht. Weil einfach, du musst auch in der Lage sein, sowas natürlich unglaublich zu beschaffen. Nicht jeder will sein Auto dann hergeben. Also das ist ja, die fragen ja dann auch, was wird mit den Autos gemacht anschließend? Ich denke, das Ding ist aber auch, dass es hier mit Leidenschaft gemacht wird. Ich meine, die sind ja alle daran interessiert, dass deren Herzblut und das merkt man halt auch. Ja, das ist so. Ja. Also insofern seht ihr hier Sachen in Hamburg, die ich so in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und du wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Nee. Noch nie. So, ich guck mal gerade, wo können wir lang gehen? Da vorne, da ist jetzt nochmal. Jetzt einmal ganz vorne wieder und dann mit dem Fahrstuhl runter. So, im Fahrstuhl runter. Und da werden wir Teil 2 machen. Mit der Treppe. Drüben haben wir ein Kino. Ein Kino habt ihr, kann man ein bisschen gucken. Die Soundbox. Warte, ich geh mal hin. Was ist das? Mal rein. Ja, geh rein. Da kann man sich hinsetzen. Okay. Darauf. Hier sind Fahrzeuge. So, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne einen Ferrari F1. Hm? Genau, dann drück mal darauf. Achso. Und das sind wahrscheinlich auch teilweise Originalposter, die hängen, oder? Die dann. Das ist schon ziemlich cool. Ist das krass? Komm, wir machen das mal. Das ist das Rennen von diesen, was ist es, 7, 18? Ach so, genau. Ja, ja, ich guck mal gerade. Das heißt, der hier. Ist das vielleicht die Mücke? Das sind Original-Sounds, John. Ja. Da hat einer sich die Mühe gemacht und hat die ganzen Sounds gesammelt.
Technik nicht so toll finde. Und so hört er sich auch an. Das sind ja von den Fahrzeugen, die hier stehen. Ja. Maserati. Den Spider. Und dann nochmal ein Vergleich von 73, den Spider. Da ist schon was passiert. Ja. Mach mal den 1934er Mercedes. Wo ist er? Rechts unten. Rechts unten. Gleich, ja. Das ist jetzt für so eine Seifenkiste. Mach mir mal einen Gefallen, mach mal gerade die Poster durch. Aber die mal. Das war 72. Ja. Das war früher, war das eine Suchtrennen. Auch heute noch. 1967. So, jetzt. Jan, der 1963er Käfer. Oh, der Käfer. Oh, der ist immer so schön. 1971. Sagen, die grafische Gestaltung war früher schon ziemlich cool von den Postern. Überleg mal, die hatten ja kein Photoshop. Ja. Ah. Boah, es ist schön, das Museum. Ja. Also, liebe Leute, mach mal Stopp, bitte. Ich glaube, ich kaufe mir gleich neue Ohren. Ja, weil das ist, aber es ist so, wenn du das nicht so erlebst, ja, dann ist das einfach nur leise. Und hier klingt das so, als wäre der Motor daneben. Ja. Bitte noch einmal den wir eben hatten, den Audi, wenn du den findest. Der war ziemlich cool. Der hat auch richtig gebrabbelt. Ja. Da ist er. Da lacht er. Okay, was ist das da, wenn ich fragen darf? Das ist so ein Spielautomat. In den Kneipen, genau. In den Kneipen war das früher drin. Der dreht sich immer schneller. Ach so, du musstest dann anschließend hier diese Kugeln, die musstest du irgendwie in ein Loch bringen oder so. Sieht so aus, ne? Ne, Moment, das sind Lampen. Das sind alles Lampen. Hm. Cool. Ja. Ja, Augenblick. Normalerweise hier im Museum über die 3D-Lautsprecher, ja, die im Museum verteilt sind. Funktioniert zurzeit nicht, seit ein paar Wochen nicht, da ist irgendwie eine Sicherung rausgeflogen. Mhm. Den Sound machen wir immer zwischendurch mal an. Ich bin dir ganz dankbar, dass er nicht an ist, weil wir können so etwas besser moderieren. Ja. Alle halbe Stunde oder so geht er an und dann denkt man wirklich, ja, ich fährt ein Fahrzeug hier durch. Was krass ist, ihr habt das ja gebaut zu einem Zeitpunkt, das ist ja alles noch Stand der Technik wie da. Aber wenn man es jetzt austauschen müsste, irgendwann geht das mal kaputt, da hat man keine Ersatzteile mehr, weil das ja auch schon mittlerweile 15 Jahre alt ist oder so. Das Museum, wie kommt das an bei den Leuten? Sind die alle happy? Sehr gut. Ja. Zum Glück. Wenn ich hier rüber gucke. Das ist Helge, einer der Kuratoren. Ah, okay. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass er wieder kommt, weil sonst hätten wir das jetzt. Ja, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das passt, ja. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen Zeit. Es dauert immer. Ungefähr die Führung, wie lange dauert die? Eine Stunde, eineinhalb. Anderthalb? Immer ein bisschen länger. Der ist sehr agil. Okay. Ja, explodiert. Aber es geht ja auch darum, wir wollen ja den Leuten ein bisschen. Ich sag mal, wenn ihr jetzt schon alles wisst, ja, dann, ich sag mal, kommt ihr vielleicht nicht mehr her. Aber ihr könnt das machen. So, und hier kriegt es dann auch ein Käppchen. Den Helmut. Den Helmut gibt es hier, made in Hamburg. Es gibt ja nichts, was es hier nicht gibt. Und dann geht es ein Stockwerk tiefer.
Pressetassen. Die habt ihr selber gemacht? Für uns herstellen lassen. Stark. So. Dann könnt ihr jetzt in Echtzeit erleben. Wir gehen mal ein... Schön hier. Ja. Ja, auch die, die Tische an. Die Zeitschriften nicht von damals. Nee, Boris Becker ist drauf. GQ. Das sind die Küche. Die Tische. Und wir fahren jetzt mal. Wir fahren. Okay. Also ist ein bisschen einfacher. Selbst die Treppen sehen nämlich ziemlich cool aus. Ja, ist auch alles zeitlos. Wenn du überlegst, das ist jetzt schon, ich sag mal, über 10 Jahre ist es da. Und wann habt ihr aufgemacht? 14 Jahre ist es da. Merkst du nicht. Da war das Gebäude noch im Umbauten. Mhm. Da haben wir so lange nach den Museen eine inoffizielle Eröffnung gemacht. Mhm. Cool. Dann offiziell, wie gesagt, im April 2008. Industrial Design habt ihr hier so ein bisschen drin. Und das ist, glaube ich, auch, wenn da die Leute hier, ich sag mal, die entsprechenden Leute, die Bauämter, das hier ist ja alles denkmalgeschützt, nehme ich an, das sehen, die waren happy, oder? Dass man das so umsetzt, oder? Wie gesagt, einer der Inhaber ist Architekt. Ja, okay. Da hat er das gemacht. Das brauchst du natürlich auch ein bisschen Geld. Die Autos kaufen, die Gebäude zu haben. Er hätte ja auch das hier vermieten können, hätte da viel mehr Geld verdient. Ja, pro Quadratmeter. Aber man kann die Flächen für Veranstaltungen mieten. Man kann die Flächen für Veranstaltungen mieten. Großfirmen, Weihnachtsfeiern. Wir überlegen mal. Ist das bezahlbar oder ist es unbezahlbar, die zu mieten? Ist bezahlbar. Ist bezahlbar. Okay. Und sehr gefragt. Vielleicht kommen wir ja mal mit German Television hier. Machen wir mal eine Firmenfeier mit uns, das mal zu zeigen. Und hier, was ist hier unten? Wie kann man das ungefähr zusammenfassen? Ein Berliner Zoo Express. Ein Berliner Zoo Express? Ja, guck mal hier. Das ist ein Lok, oder? Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Lok ist, aber ich würde sagen, es ist ein Auto. Nee, es ist ein Lok. Die fährt in Stromlinienform, okay. Entwickelt es eine Miniatureisenbahn. Das fuhr auf Schienen damals und damit sind die Kids dann wahrscheinlich gefahren, was aber genial ist. Guck mal, wer der Hersteller ist. VW. VW, der da ist. Guck's dir von vorne an. Erinnert mich an ein Kamel. Wow, oder? Ja. Oder Boot. Und das fuhr, warte, ich guck mal gerade, im Berliner Zoo. 1192 Kubik, 28 PS, 20 km/h, wiegt 5 Tonnen. Du weißt, warum es so schwer ist? Mm-mm. Also, wenn es ja auf der Straße ist und viele Anhänger hinten dran hat, dann muss die Zugmaschine viel Gewicht haben, sonst dreht sie durch. Ach so, das macht natürlich Sinn. Ja. Macht Sinn. Deswegen sind auch zum Beispiel Bagger oder irgendwelche Zugfahrzeuge relativ schwer. Und das ist die Kupplung, da waren die früher hinten dran. Ja, das sieht aus wie vom Traktor. Erinnert mich an einen Traktor. Eine Maulkupplung. Ja. Und Druckluftbremse. Das Ganze muss dir auch sicher sein. Und jede Menge Instrumente. Und ich guck mal gerade, von wann bis wann er gefahren ist. 1958 bis 1971 haben die gebaut. Da steht er. Was ist das, Jan? Ich guck gerade. Kuno Busdamm Eigenbau. Das heißt, in den 50ern war das bekannt als Betreiber der Autobahn im Hamburger Tierpark. Das heißt, er hat ihn sich wahrscheinlich selbst gebaut. Ach, okay. Aus der Idee hinaus in Hamburg, wegen des Wirtschaftswunders, einen Leihwagen anzubieten, konstruiert er dieses Fahrzeug. Ein Leihwagen? Ja. Also praktisch der Vorläufer von Rent a Car oder so irgendwas. Ja, der irgendwie genau. Da ist. So sah es dann aus. Stefan, wow. Du kriegst das Fahrzeug dann übergeben und sagst so, ja, wir geben Ihnen nochmal eine kurze Einweisung. Lenken Sie da, bremsen Sie da. Ich glaube, die Leute früher waren auch viel wagemutiger. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, genau. Das habe ich mir auch gedacht, dass sie sich viel mehr getraut haben. Ich meine, das war ja auch alles neu, man wollte es ja mal ausprobieren. Ja, so Autofahren, das war übrigens damals in der Zeit nicht jedem vorbehalten, denn viele sind damals kleine, ganz Kleinstfahrzeuge gefahren. Also die Autos, die wir hier sehen, das war schon die Oberklasse. Ja. Also viele hatten dann, ich sag mal, Zweitaktmotoren mit drin, waren extrem leicht. Also und diese Fahrzeuge haben wir in einer eigenen Ausstellung mal gefilmt, denn die Wirtschaftswunderjahre bedeutet auch, die Leute hatten nicht so viel Geld. Und dann haben die teilweise zwei Räder gefahren, ganz viel Motorräder, Mopeds. Jeder ist Moped gefahren. Ich glaube,
das muss schon ein schönes Gefühl gewesen sein, wenn man sich dann mal so ein Fahrzeug ausleihen konnte. Ja. Was wahrscheinlich dann aber auch relativ viel Geld gekostet hat, gehe ich mal von aus. So sieht's von vorne aus. Guck mal, die Lampen, wie süß. Ja, oh mein Gott. Das erinnert mich aber auch an einen Traktor. Er lacht so ein bisschen, oder? Ja, er lacht. Er sieht ganz freundlich aus. Genau, wenn du dich mal gerade mit deinem Kopf daneben stellst, dann schieße ich mal ein Foto von dir. Da ist sie, die Jan. Ja, du hast am Anfang gesagt, oh Papa, müssen wir das unbedingt filmen? Ja, das ist schon echt sehr interessant. Das ist echt, oder? Ja, den habe ich schon, wenn man zur Toilette geht, sieht man den. Das ist ein Kinderspielzeug. Wo? Ach, das ist ein Kinderspielzeug? Ja, das ist, da wirst du Geld ein. Ein Schaukelautomat. Wie süß. Für Kinder unter 12 Jahre, also nicht mehr für dich. Ich frage mich gerade, ob der jetzt wirklich im Betrieb ist. Ich kann es nicht sagen. Der läuft noch, der hier? Der läuft noch. Ach, okay. Das Geld wird auch gespendet. Ja, ich sehe es gerade. Ich bin leider keine 12 mehr, sonst würde ich mal testen. Es rüttelt. Es rüttelt ein bisschen. Genau. Und fährt. Und Motorrad. Ja, cool. Das ist ja damals alles für die Ewigkeit gebaut worden. Das ist ja jetzt nichts. Ich meine, wenn man sieht, dass das heute noch funktioniert, da geht vielleicht mal was kaputt. Man kann aber alles reparieren. Schlosserwerkstatt ist, die Motoren kann man tauschen. Also nichts Wegwerfgesellschaft von früher. Ja. Das hatte noch ganz andere Qualitäten. Leicht zugänglich, ja, für jedermann. Und du konntest gleich zwei Kinder unterbringen, denn früher hatten die Familien auch mindestens 8 Kinder, ja, die dann nacheinander drauf kamen. Und nix Playstation hier, da war das Kind, ah Papa, darf ich mal? Ja. So, komm, wir gehen mal rein, denn es ist wirklich... Der Bulli. Frage, ist das so groß wie oben oder ein bisschen kleiner hier unten? Ist genauso, wenn man hinten dann die Türen aufmacht, dann hat man genau dieselbe Fläche. Da stehen hinten aber keine Autos drin, oder? Nein. Nee, okay. Also hier sind die Autos. Ein Porsche 356-2 Gemünd Coupé aus Österreich. 1948 in Handarbeit die ersten Porsche Sportwagen im provisorischen Porsche-Werk in österreichischen Gemünd mit VW-Technik und Alu-Karosse. Ja. Überleg mal, Alu komplett. Das ist also das, wo die in der Massenproduktion erst irgendwann mal angefangen haben. Die Käfer-Scheinwerfer. Die VW-Scheinwerfer, als ob sie... Das haben die sich... Frontscheibe vom Käfer. Vom Käfer. Okay. Ja. Der hat gekostet 66.000 Schilling. Was das Sechsfache eines Bruttojahresdurchschnittseinkommens in Österreich war. So, das heißt, du musstest dein sechsfaches Jahresgehalt damals für das Auto hinlegen. Ja. Hätte ich direkt gemacht. Ach, da warst du doch der King, wenn du so ein Auto gefahren bist. Und dann sind dir die Frauen wahrscheinlich, egal wie du warst, dann um den Hals gefallen. Haben gesagt, ey, ich will dich heiraten. Oder, ganz ehrlich, Jan, das ist so ein schickes Auto. Das könnten auch Filmstars gefahren haben. Also die Frauen, die da sind. Und wenn ich dich jetzt mal so daneben stelle, du darfst ja streicheln. Just einmal ganz kurz, da mal so, könnte ich mir vorstellen, es passt ganz gut. Ja. Die Form. Hier schon Radios, auch in den Autos. So, hatten Sie das schon. Sieht ja schon sehr spartanisch aus, was es da so als Möglichkeiten gibt. Aber Rot und Grau, das Design damals, glaube ich, das Allentscheidende. Wenn du mal kurz zurücktrittst, Jan, dann zeige ich mal gerade nochmal die Form. Hat so ein bisschen schon was vom Elva, so ein ganz kleines bisschen, also von der Form her. Aber doch was ganz anderes. Ja, die Blinker an der Seite. Die Blinker an der Seite. Warte, da vorne, das sind die Blinker mit drin. Dass du das mal siehst, die Klappen an der Seite raus. Das war damals Stand der Technik. Also nichts hier Blinkerrelais oder so. Hatte 35 PS, 140 km/h. Überleg mal, das waren damals 140 km/h. Da warst du, Leute dachten ja noch, glaube ich, Anfang 1800 irgendwas, dass du bei Geschwindigkeiten über 25 km/h, das war nämlich das, was ein Pferd so normal ritt, tot umfallen würdest. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und hier siehst du ein Porsche 356 Chassis 5006. Jetzt gucke ich mal gerade da drüben. Das ist einer der ältesten, die existieren. Das ist auch ein 356-2. Der. Ich habe es nicht mehr bekommen. Sehr groß in der Medienwelt. Weil dieses Fahrzeug wurde 2013 wiedergefunden. In einer verwilderten Gartenlaube. In dem Zustand, nehme ich an. Ja, genau.
in dem Zustand quasi wie neu. Und es wurde in einer verwilderten Gartenlaube gefunden. Die Fahrgestellnummer 5006 kennzeichnet ihn noch als der allerersten in Deutschland gebauten 356er überhaupt. Und die Chassisnummer war 5001 und das hier war 5006. Also einer der allerersten 356er. Und der Lack, guck mal, wie schön die den restauriert haben. Ach, die Form. Da wird man auch gleich zurückversetzt, oder? Was ich auch immer toll finde, sind natürlich, dass die Kennzeichen auch aus der Zeit nachempfunden worden sind. Auch das siehst du also hier, Landeshauptstadt Stuttgart, AW 21, 1948, steht drauf. Wie cool. Und daneben... So, die Frage ist, ob der eine Haarzulassung kriegt, die er übrigens sich. Ja, ich würde da kriegen. So, tritt mal kurz zur Seite. Das krasse Gegenteil natürlich hier, ein Porsche 911 GT3 RS. Und das hier ist der 996, den kannte ich sogar. Ich hatte auch mal einen 996 früher. Das waren noch Zeiten. Ja. Der da ist um die 2000er rum, 2003. Aber der GT3 RS war natürlich die Speerspitze, heute noch unbezahlbar. Egal wie er aussieht, wenn du mal also einen kriegst. Und das ist ein Prototyp. Ich guck mal gerade, steht zumindest mal vorne drauf, denn das Ganze heißt das Prototypmuseum. Und zum 10-Jährigen habt ihr sogar eigene Kennzeichenhalter entwickelt, die drauf sind. Die kann man aber draußen nicht fahren, ne? Die habt ihr nicht verkauft? Die kann man im Shop kaufen. Cool. Ist das aber eine limitierte Edition? Als limitierte Serie, ja. RS steht für Rennsport. So, RS steht für Rennsport, hat er gesagt, 1,3 Tonnen, 306 km/h, 381 PS. Überleg mal, 381 PS hat heute schon fast der Serien-Elfer, der kleinste, hat 350. Und das war damals so die Speerspitze, heute mit 700 PS und mehr. Neuere? Ja, der ist um einiges noch schöner. Ein 2,16er, 9 und 1. Mhm. Der Metallcarbon. Metallcarbon. So. 1435 Kilo. Auch da darfst du mal ganz sanft mal dran fassen. Wenn du mal vorsichtig mit deinem Finger mal dran klopfst, so ganz leicht. Nee, mit dem Finger so, klack, klack. Das Carbon, sagt er. Mhm. Und das dürft ihr bitte nicht, denn anfassen ist verboten. Ausnahmsweise dürfen wir ihn mal streicheln. Das glaube ich sogar. Also ich glaube, die Leute halten sich auch dran, oder? 80%. Ja. Der da ist. Viele Fotos werden gemacht. Instagram, glaube ich, euer Freund, oder? Aktuell ja. Ja. Ach, guck mal. Ist das das Original vom Herbie? Ja. Jan, das ist das Original. Das ist Herbie. Das ist der Original-Filmwagen. Herbie aus dem Walt Disney Film The Love Bug. Deutscher Titel. Käfer. Ach, wie süß. Hi. Guck mal, wann der verwendet wurde. Wurde 1963 gebaut. Nein, guck mal, 68. Ah, okay. Der bekannteste VW Käfer geboren. Und wer ist 68 geboren? Keine Ahnung. Wer war denn das? Oh, du. Ich bin 1968 geboren, ja, vor 54 Jahren ist das Auto verwendet worden und mit eigener Persönlichkeit, besonderen Fähigkeiten und da gab es wahrscheinlich auch mehrere. Auch zu dir. Genau genommen ist Herbie ein Volkswagen-Exportmodell, Baujahr 1963. Im Gegensatz zu den gängigen Straßenmodellen wurde das gesamte Interieur in Grau gehalten und das ist sogar noch der Original, wobei das Coole ist, dass der Schmutz... Der sieht aus, als wäre er auflackiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall für den Film. Damit er auch so aussah, wurde er geaged. Boah, ist der goldig. Das ist wie so ein Dach, was man öffnen kann. Ja, okay. Ein Faltdach. Ja. Herbie. Ja, das Auto ist der Grund, warum ich den so toll finde. Das ist der Film Herbie. Ja.
So, auch da darfst du dich mal daneben stellen. Vielleicht auf die linke Seite, John, ganz hinten. So, das ist Herbie. Nee. Ja, von mir aus links wäre da auf der Ecke. Links und rechts. Nee, wegen dem Licht dann, sonst kriege ich dich nicht gut drauf. Das würde ich mal. Denn wer weiß, was das Startbild wird. Wir werden es dann mal sehen, was irgendwie kommt. Denn sehr schön. Ich glaube auch, dass die Leute wirklich aus der ganzen Welt hierher kommen, um das hier zu sehen. Herman Cook, 1969, Kalifornien. Ja, der Kurator hat natürlich zu allem die großen Geschichten da und das ist natürlich schön, das Ganze hier zu sehen, aber man kriegt natürlich viel mit. Die Leute fragen natürlich, ist oft so, dass die Leute hierher kommen, die haben natürlich unglaublich viel Fachwissen, ja, kennen sich aus und da braucht man natürlich absolute Spezialisten, die sich auskennen. Und da bietet ihr eine Führung an, aufpreispflichtig die Führung? Ja. Was ungefähr was kostet? Je nachdem, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird. Oder gewünscht wird, zwischen 90 und 170, glaube ich. Euro, okay. Und das sind auch quasi wie eine Stadtführung. In Hamburg kann ich das buchen und kriege hier die Storys rund um die Autos erzählt. Ja. Prototyp, was ist das? Das ist der Name des Museums. Personenkraftwagen. Genau. Since 2008. Euer Logo. Genau, April 2008 eröffnet worden. War hier voll am Anfang? Ja. War gerade zur Lange Nacht der Museen. Ach, das gibt's hier in Hamburg, Lange Nacht der Museen? Genau. Da vereinigen sich alle Museen in Hamburg oder fast alle. Man bezahlt einen Eintritt und kann dann alle Museen besuchen. Genau. Da ist er. Lange Nacht der Museen, weil es geht, ich glaube, das ging bis 1 Uhr morgens oder so, 12, 1 Uhr morgens. Das ist sensationell, was hier steht, Jan. Ich weiß schon, was hier steht. Das ist der absolute Vorläufer. Ja, das ist der VW-Plattenwagen. Und da kenne ich sogar die Geschichte. Erzählen. Den haben, glaube ich, Mitarbeiter, Azubis, weiß ich nicht ganz genau, die haben den einfach mal gebaut, weil die von A nach B Sachen transportieren mussten im Werk von Volkswagen. Und die gesagt haben, wir brauchen endlich mal ein Auto, bei dem wir mal so kleine Fahrten machen können. Und daraus ist der Bulli entstanden. Mhm. Kannst du dir vorstellen, aus dem Ding? Nein, kann ich nicht, weil die sich ja nicht mal wirklich ähneln. Ja. Frage, das ist ein Original? Ja. Das ist der Originalplattenwagen? Alles, was hier ausgestellt ist. Keine Replika? Nein. Das ist sensationell. Das hier ist der Vorläufer vom VW-Bus. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Ich bin gerade, ich erstarre. Wenn du ihn mal nebeneinander zeigst, den Bulli und den Plattenwagen. Ich erstarre gerade vor Ehrfurcht. Ja. Dass der Bulli und der Plattenwagen. Gut, das war natürlich einfach nur so ein Projekt, das haben die wahrscheinlich in 0, nix mal aus dem Boden gezimmert, weil sie es konnten. Aber das ist der Vorläufer quasi vom Transportauto, hat vorne transportiert. Und Austauschmotor. Hier eine VW-Kiste drauf. Der Motor diesmal vorne. Du weißt ja, der Bulli hat den Motor wo? Hinten. Hinten, ja. Genau, Heckantrieb. Und hier hat er wahrscheinlich Frontantrieb. Ich guck mal gerade. Ja, ist Frontantrieb dran. Hier sieht man fast gar nicht, wo vorne und hinten ist. Gut, der könnte ja auch, weißt du, wenn du den drehen würdest, dann wäre ja auch... Ich komme mal kurz hier hin. Der Motor müsste da sein. Der Motor ist vorne, ja. So, das heißt, er wird hinten gelenkt. Ja. Wird hinten gelenkt? Nee, hinten... Der Motor, der vorne drauf ist, hier wird zum Transport. Ich guck mal gerade. Also der Motor vorne drauf ist... Ach, der liegt nur hier drauf. Jetzt hab ich's. Er hat Heckantrieb. Das war zu offensichtlich. So, ich nehme alles zurück. Das wird böse Kommentare geben. Das heißt, Motor ist hinten wie beim Bulli? Genau, da unter dem Sitz. So, da ist der Motor. Und der Motor, der vorne ist, der wurde transportiert... Hätte ich ja auch drauf kommen können, ja, ganz ehrlich. Wie kann man nur so blöd sein, anzunehmen? Dass die motorofenen Dinge. Transportfläche, ist der Motor zum Transportieren. Und die Sackkarre. Genau, sozusagen wie ein Gabelstapler damals. Okay, also das ist die Transporteinheit. Damit wurde transportiert. Hier vorne die Holzteile kann man ablassen. Oder die, ich überlege gerade, wie haben die das? Haben die das da drüber gehoben wahrscheinlich dann? Hier raus.
da rausziehen, okay. Konntest du einfach zur Seite und runternehmen. Und hier hattest du dann dein, ja, jetzt wird alles klar. Jetzt wird das Ganze natürlich bulliger. Hinten ist der Motor mit drin. Standard. Und das ist die Einheit. Und so ist er dann rumgefahren und dann haben die irgendwann mal gesagt, komm, lass uns doch mal sowas bauen. Und dann ist dann der da entstanden. Das ist auch ein ganz junger, früher, oder? Der da ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist für ein Baujahr. Das ist praktisch euer Werbeauto. So ein bisschen. Ach, guck mal hier, der wurde richtig benutzt, Jan. Ja. Hier das ganze Metall, das ist schon roh, das hat richtig Patina angesetzt. Und der ist wahrscheinlich hier, ist jahrzehntelang im Werk rumgefahren. Und das Schlimme ist ja dabei, was er irgendwann sagt, einer brauchen wir nicht mehr, der wird jetzt abgewrackt, ja. Und das sowas dann noch zu erhalten. Ja. Sowas noch zu bekommen, ja. Das war gar nicht so einfach, oder? Weil die Story habe ich gehört, aber dass noch einer existiert, das war sensationell. Man muss natürlich auch ein bisschen Vitamin B haben, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn man den Leuten klar macht, der kommt in gute Hände, das kann vieles verändern, oder? Deswegen stellen auch einige ihre Fahrzeuge hier drunter im Winter. Okay, stellen die euch zur Verfügung? Ja, das heißt, die sind nicht allen, das sind auch Privatleute, die ihre Fahrzeuge haben. Okay. Ja. Ich finde das toll, ganz ehrlich, Jan. Ich finde das toll, dass wir das so ein bisschen selbst jetzt erobern können. Ja. Ich meine, nichts gegen den Kurator, der hätte uns jetzt hier die wildesten Geschichten erzählt und die wären auch bestimmt alle sehenswert, aber das müsst ihr selber erleben, auch den Geruch ein bisschen mitzukriegen. Ja, das hat schon was für sich. So, wir werden heute shoppen gehen noch? Ja. Wir haben schon gehört, es gibt das größte Outdoor-Bekleidungsgeschäft, glaube ich, der Welt. Irgendwie gibt's nee, in Hamburg. Ist nicht so groß. Nee, ist nicht so groß. Nee. Ja. Hamburg ist natürlich groß. Ah, ne? Hamburg hat echt was zu bieten. Ja. Du bist hier geboren, Hamburg, oder? Ich bin Hamburg, Hamburger. Ja. Okay. Komm, wir gehen mal weiter ein Stück. Also das ist der Plattenwagen. Ich kriege ja da wirklich Gefühle. Der Vorläufer vom Bulli. Und schon cool. Wie die hier das Holz eingesetzt haben. So, wir gehen gerade noch mal zur Lenkung. Das will ich noch mal kurz klarstellen. Jetzt, wo ich den Motor ja schon vermutet habe, dass er da vorne ist, gucken wir mal gerade. Und die Lenkung ist vorne. Sie ist natürlich vorne. Da ist die Lenkstange mit drin. Gelenkt wird vorne, also nicht hinten. Hui, dass wir das noch mal klargestellt haben, war ganz gut. Ja, die Fuchsfelge ist hier drauf. Guck mal, Porsche 911 Carrera 3,2 Restomod. Und Baujahr 1989. Kommt dir das bekannt vor, Jan, das Baujahr? Ja, das ist nämlich mein Baujahr. Genau. Also als wir dich gezeugt hatten, nee, das war ja 88, da haben wir das Auto, nee, haben wir nicht. Überspringen wir das da jetzt mal. Da war ich viel zu jung, da konnte ich mir sowas nicht leisten, denn das Auto war wirklich ein absoluter Star und der kam aus Frankreich, so wie er aussieht. 100 PS, ja. So wird ein Auto nicht nur restauriert, sondern gleichzeitig modifiziert. Sprechen wir von einem Restomod. Dieser Porsche 911 wurde speziell für Prototyp angefertigt, wobei am Schriftzug am Heck verweist. Optisch wurde er aufwendig für die breitere 911 ST-Ausführung des F-Modells umgearbeitet. Mit Aluminiumhauben, Talbot-Spiegeln, mit Bohrungen versehen, Türgriffen in der Optik des 911 R und seidenmatt polierten Fuchsfelgen war wie beim 911 RSR eine Hommage an die klassischen Motorsportversionen des Porsche 911. Das heißt, guck mal, der ist breiter. Hier vorne, das ist ausgestellt. Siehst du das? Ja. Auch hinten. Dann hast du auch hier die Türgriffe. Das ist alles hier modifiziert. Und der wurde dann auch gekennzeichnet als Modifikation. Aber sensationell. Komm, wir gucken den mal kurz von hinten. 3,2 Liter. In Gold, der Schriftzug Prototyp. Ja, das sieht schon schick aus. Ja, die Farbe finde ich aber ehrlich gesagt ganz schön. Findest du schön? Ja. Ja, also jetzt nicht für jedes Auto, ne? Aber für das. Ja, braun war ja mal eine ganze Zeit lang, also braun Uni, war ja eine Farbe, die wirklich unglaublich oft gebaut worden ist. Gerade Porsche bietet ja unglaublich viele Individualfarben. Du kannst ja alles bestellen. Ja. Alle, jede Farbe, die du willst. Das ist... Und da wir ja oft für Porsche in Saarbrücken produzieren, sagen die auch, na gut, du musst die Farbe ausstellen. Wenn du sie nicht zeigst, dann kannst du auch nicht verkaufen. Tommaso Easy Nummer 2, 1960 gebaut. Ein Rennwagen.
Das Gewicht schon? 430 Kilogramm. 217 km/h. 1960 gebaut. Auch hier auf das Wesentliche reduziert, eine Rakete quasi, eine Zigarrenform, die du hier hast, mit Holzlenkrad. Der wurde von einem Rennfahrer gebaut. Argentinischer Rennfahrer. Alejandro de Tomaso. Der hat ihn selber gebaut. Ja. Und so heißt er auch, Tomaso. Eigenen Werkstatt. Mit Angestellten der Formel 2. Die haben ihn selbst entwickelt. Ja. Interessante Sitzwahl, muss ich dazu sagen. So. Das Karierte, ja. Guck mal, die Gangschaltung, die kleine. Siehst du die? Ja, da fehlt wahrscheinlich der Schaltknopf. So, in Modena war Graf Trips nicht der einzige, der Formel Junior Rennwagen baute, auch der argentinische Rennfahrer, du hast es eben schon gesagt, Alejandro de Tomaso hat ihn gebaut. Hier steht er in Hamburg im Prototyp, das Prototypmuseum. Nummer 001 Prototyp. Im Herbst 1959 wandte sich Graf Trips in Modena an den italienischen Konstrukteur Valeria Colotti. Und ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube auch, der ist kaputt. Das ist, gehe ich mal davon aus, die Vorversion von dem hier. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber der hat die gleiche Form. Hat die gleiche Form? Ja, hatte die gleiche Form. Sagen wir mal so. Ja, ist ein bisschen kaputt, aber wird ja auch hier mal gezeigt. Das ist ein typischer Frontschaden. Eindeutig. Hier ist der Kühler. Ja. Und das ist der Motor hinten. Da kannst du natürlich viel sehen, aber der ist richtig kaputt gewesen. Der hatte einen richtig schönen Anstoß. Hat sich wohl auch überschlagen. Das sieht schwer danach aus. Guck mal oben, wie der aussieht. Guck mal hier, Jan. Nettes Detail ist der Zentralverschluss an den Rädern. Siehst du das? Die haben nur eine Schraube. Ja. Das heißt, das ist wahrscheinlich einfacher zum Wechseln. Schneller. Du kannst also dann und genauer. Dadurch musst du also nur eine Schraube anziehen und die ordentlich angezogen. Hast keine Unwuchten und so weiter und es geht schneller. Ja, vielleicht auch gefährlicher. Vielleicht auch gefährlicher. Wenn du nur eine Schraube hast, sollte die fest angezogen sein. Da kommt der Spruch, her, hast eine Schraube locker, oder? Vielleicht. Wer weiß. Also gleich nochmal. So, Fahrzeuge nicht berühren. Der gleiche nochmal, diesmal in... Ich funktioniere noch. Und hier drüben siehst du auch, der war nicht lackiert. Der ist lackiert, das TCA Nummer 002. Das heißt, der erste und der zweite nebeneinander. Der eine kaputt, der andere ganz. Der zweite italienische Rennfahrer rot lackierte TCA im Laufe des Jahres 1960. Nach Renneinsätzen und so weiter. Cool. Dann, jetzt wird's spannend. Fotografien. Ausstellungen und Autos. Die Prominenz war wahrscheinlich auch schon hier. Habt ihr tolle Besucher gehabt, die hier schon mal waren? Ja. Die Politik, Showstars, Filmstars, alle. ADAC Jubiläums, Deutschlandfahrt 1953. Porsche 356, 1500S Cabriolet, USA Deluxe. Weißwandreifen. War mal weiß wahrscheinlich. Schick. 1953. Da steht er. Änderte Porsche Karosserie und Technik des Typ 356. So wurde unter anderem die geteilte Frontscheibe durch eine einteilige ersetzt. Wir hatten ja eben den 356 gesehen. Da war die Frontscheibe noch geteilt. Hier ist sie jetzt einteilig. Und die stärkste Motorvariante war jetzt der 1500er Supermotor. So hieß der, 70 PS. Intern 528 genannt, aus Gründen des internationalen Wettbewerbs entschied sich Porsche, diesen Motor auch in den US-Sondermodellen des Porsche 356 zu verbauen. So wurde Ende 52 das hier gezeigte Modell Typ 356 USA Deluxe auf den Markt gebracht. 830 Kilo,
170 km/h, Cabrio-Verdeck. Boah, da warst du doch der King, wenn du hier so ein Auto hattest in Amerika und warst Filmstar. Und da gab es auch noch nicht so diesen Hang zum Gigantonismus. Das ist jetzt alles ein bisschen kleiner, ein bisschen schöner. Guck mal rein, Jan. Auch hier drinnen alles grün. Schick. Gut, auch hier war der Zustand wahrscheinlich nicht so, als der gekommen ist. Man weiß es nicht. Das werden wir erfahren. Aber ihr könnt sie hier wirklich begucken. Ihr könnt sie beschauen. Man kann ganz nah rantreten, durch die Fensterscheibe durchschauen. Das darf man, ihr dürft alles, ihr dürft es nur nicht anfassen. Das ist der Deal, den man eingeht, wenn man hier reingeht. Mit den Augen anfassen. Mit den Augen anfassen, ja. Nicht mit den Fingern. Und stellvertretend dafür darf die Jan ab und zu mal dran fahren. Ganz vorsichtig darfst du jetzt mal die Stoßstange streicheln. Damit man es sich besser vorstellen kann, ja. Das ist es. Das ist noch Metall, ja, die Stoßstange. Ja. So, bitte mal zu mir schauen. Ist für kleine Auspuffrohre. Die kleinen Auspuffrohre. Ja, gut, letztendlich. Der hat ja auch nur 70 PS gehabt. Letztendlich ist das eigentlich ein großer Käfer, wenn du so willst, irgendwie. Also alles basiert auf dem Käfer. Andere Formen der Karosserie, bisschen schicker und so. Der Vorteil ist natürlich, die kleinen Motorleistungen haben ja damals gelangt. Du weißt warum? Weil die viel leichter waren? Viel leichter. Ja. Die Hälfte teilweise nur gewogen haben. Und das ist ja, das Allentscheidende ist das Gewicht. Früher waren die viel leichter. Guck mal auch hier, wie das genäht ist. Du kennst dich ja aus damit. Also das ist alles vom Feinsten. Und innen... Den würde ich auch noch so fahren. Den würdest du auch noch fahren? Ja. Habe ich mir gedacht. So, der Blinker, der hatte schon einen richtigen Blinker, nehme ich an. Denn da waren diese Zeiger waren schon nicht mehr drauf. Das ist die Radioantenne. Ja, UKW-Radio, der hatte eine Antenne damit drauf und die konntest du damals ausziehen. Ja. Interessant, dass sie jetzt fragt, was ist das? Also ich meine, ich weiß, was eine Antenne ist. Ja, aber dass du das nicht mehr kennst, das spricht ja Bände. Die muss man in der Waschstraße immer abdrehen. Genau, ja, das ist eine praktische. Teleskopantenne ist das. Ja. Hatten früher alle Autos. Ja. Das war so der... So. Da. Und daneben... Das ist eine Kassette. Eine was? Eine Kassette. Eine Kassette, eine Musikkassette. Das war früher so ein, egal. So, Porsche 912, Baujahr 66. Und hier siehst du eindeutig, das ist jetzt schon quasi ein 911 Design. Das ging schon alles in diese Richtung. 1,6 Kubikliter hatte der, 90 PS, 185 km/h, 970 Kilo, also knapp eine Tonne gewogen. Baujahr 1966. Und hier, da wird doch schon ganz klar, das ist ein 911, das geht in die Richtung. Die klassische Form, wie wir sie heute hat, die auf jedem Fahrzeugschlüssel beim 911 da ist. Und auch hier siehst du die Antenne. Das ist ja 912. Ja, aber die Form ist schon sehr stark 911-mäßig. Kannst du, hier steht auch gerade, allein im ersten Jahr verkaufte Porsche von 912 doppelt so viele Fahrzeuge wie vom 911. Ist auch interessant. In den USA avancierte er zu einem Verkaufsschlager. Ja. Und sie hatten doppelt so viel verkauft. Ich gucke mal gerade drauf, was steht hier noch? 911 zu unterscheiden. Wir gucken mal gerade. Also, was ist der Unterschied? Aus Kostengründen entschied man sich jedoch für eine Modifizierung des Vierzylinders aus dem Porsche 356 SC. Optisch ist der 912 kaum vom 911 zu unterscheiden. Im Innenraum allerdings zum Beispiel am Armaturenbrett keine Teakholz-Imitation, ein Kunststoff statt eines Holzlenkrads. Besonders ist es, dass der vier Sitze hat. Das haben die alle. Die 911er hatten, ja, okay. Die haben sogenannte Notsitze hin. Stimmt, die sind viel kleiner, ja. Ich erinnere mich noch. Ja, genau. Ganz schmale Sitze. Wenn du nicht Sitze. Groß bist, passt du rein. Ja gut, du hattest ja damals keine Chance, du hattest ja Kinder. Die naja, wollten ich ja würde dann einen Hund und noch einen Hund reinsitzen. Oh, in das Auto ja. Setzt du keinen Hund. Würdest du tun? Ja, natürlich. Damals würde ich das wahrscheinlich machen. In einen top-restaurierten 912? Nicht in einen top-restaurierten, aber damals hätte ich das wahrscheinlich so gemacht, ja. So, wie du siehst, der fährt noch. Ja. Auch der Zustand ist ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Also das ist mit größter Wahrscheinlichkeit der allererste Lack, der hier drauf ist. Boah, ist das schön. Mhm. Und last but not least, ein Speedstar. Da weiß ich, da gibt es viele Replikas, die rumfahren. Und das ist ein Original, ein 356A Speedster, Baujahr 1957. 60 PS, bitte. Neue Replikas aus Kalifornien,
oder aus Amerika mit einem Golfmotor. Für wenig Geld. Die so ähnlich aussehen, aber es ist nicht dasselbe. Genau. Ja, das heißt, es sieht nur so aus, die werden nachgebaut. Also Leute machen dort Replikas. Baugleich mit unserem Simulator oben. Das ist der Simulatorwagen, den wir eben gesehen haben, der da ist. Unbezahlbar, so ein Auto. Ich lese mal vor, als Exportmodell für den amerikanischen Markt seit 1954 der 356er Speedster produziert. Die Grundkarosserie entspricht dem des Cabrios. Aber du siehst, guck mal. Der sieht so nach hinten abgelassen aus. Der sieht geil aus. Ja. Es ist einfach nur, ja, ist halt ein Coupé, der da ist. Das Cockpit wurde verkürzt, um am Gewicht zu sparen. Eine flache, sanft gebogene Windschutzscheibe, siehst du? Die da ist, also die auch nicht ganz so groß ist. Und ja, irgendwann gab es ihn dann auch mal in Europa, nachdem sie ihn dann oft genug im Ausland verkauft hatten. Das Notverdeck, guck, siehst du hier? Mhm. Das war natürlich eine Region, wo niemals, es hatte nie geregnet. Hier kann man nämlich mal sehen, ich mache ja Hundehalsbänder und da benutzen wir genau den Verschluss. Den ziehst du hoch? Der ist nämlich normalerweise dafür da, um Planen festzumachen. Das ist eine Plane letztendlich. Ja, im Prinzip ist es so. Genau, der ist für Autos, für Schiffe. Ja, sehr interessant, den mal am Auto zu sehen. Das Schöne ist bei den Cabrios, du kannst viel besser das Innenleben filmen. Wir dürfen da auch mal reinhalten. Das ist ja schon cool. Das Design allein schon sensationell. So, bitte nicht anfassen, wenn ihr das seht. Can darf das für die Filmarbeiten. Nicht, dass er sagt, ja, die im Fernsehen, die haben das auch gemacht, ja. Also nicht machen. Speedster 1600. Natürlich stilecht. Echt mit einem amerikanischen Kennzeichen aus der Zeit, 1977. Guck mal, das Endrohr. Ja, das ist ein bisschen größer, ne? Das Ofenrohr. Ja. Also ich verbeuge mich gerade vor diesem Auto. Und ihr müsst nach Hamburg kommen. Und egal, wenn ihr nicht vorhattet, nach Hamburg zu kommen. Interessant, hier ist eine Wanne drunter. Du weißt warum? Mm-mm. Schätz mal. Öl? Öl, genau. Die tropfen nämlich alle ein bisschen. Ich dachte, wenn die nicht im Betrieb sind, dann. Ja, früher haben alle Autos geölt. Und unter allen Autos steht so eine Ölauffangschale. Mhm. Denn man möchte ja nicht, dass die hier. Wie beim Braten, genau. Der da ist. Wir sind durch, frag mal gerade. Die Umwelt ist jetzt. Wichtig. Ja, klar. Wir haben noch eine Ebene unten im Keller. Ach, okay. Ja. Da gehen wir mal kurz runter. Gerne. Können wir machen. Komm mit. Denn ich filme mit einer Alpha 66 von Sony. Alpha 6600. Die kann tatsächlich, wenn es nicht zu heiß ist, auch mal eben, wie ihr das merkt, 2 Stunden am Stück filmen. Damit ihr auch seht, wir haben nichts gefaked. Alles ist echt. Heute ist der 7. Januar 2023. Die wahrscheinlich spannendste Prototypausstellung der Welt, die hier da ist, mit nicht nur Prototypen, sondern auch wirklich sehr jungen Fahrzeugen aus den Fahrzeugserien, teilweise die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, die gebaut worden sind. Und das Ganze in der Speicherstadt, nein, in der Shanghai Allee. In der Hafen City. Shanghai Allee 7. Shanghai Allee 7. Ansonsten einfach Prototyp Hamburg eingeben. Ich glaube, Google ist euer Freund, da findet man sofort. Boah, ist das sensationell. Komm, wir gehen mal dahin. Da sind nämlich die Toiletten, hast du erzählt, die sind auch genau. Nicht schlecht. Ja. Die sind sehr hübsch. So wie alles hier. So wie alles hier. Ich überlege, ob wir da nicht einen kurzen Trailer vorne wegschneiden, John. Dass wir den Leuten mal klar machen, wo wir gerade sind. Viel Licht, alles schön in Szene gesetzt. Also Lichtdesigner waren hier am Werk. Die natürlich punktuell hier so eine Ausstellung dann auch gestalten. Deswegen auch das Fotografieren ohne Blitz. Ja. Achso, damit die Fahrzeuge so. Andere Gäste damit zu stören. Oder weil der eine fotografiert einmal, der andere 2-3 Mal die Minute und dann stört das. Mhm. Und deswegen auch diese Beleuchtung. Ja. Ich glaube, dass das auch so Art ein Kunstwerk ist, ein Ensemble aus Licht und dem Fahrzeug. Wenn man blitzt, dann ist das nicht mehr dasselbe. Ja, ist so. Ist so. Gut, bitte geh mal vor. Oder wo gehe ich jetzt hin? Aufzug? Da ist er. Und jetzt kriege ich aber auch Kopfweh. Okay. Wir müssen was trinken gleich. Er hat uns eben angeboten. Trinken, er hat gesagt, wollt ihr was trinken? Genau. Essen, genau. Ja. Der winkt mit dem Zaunpfahl. Ja.
Da werden wir auch gleich mal die Kamera zurückbringen. Ich finde es aber schon sehr interessant. Es ist sensationell. Wir haben das gesehen, haben überlegt, was können wir in Hamburg filmen, nachdem wir das gezeigt haben. Das wäre jetzt... Okay, keine Ahnung. Komm, John, wir zeigen uns einmal ganz kurz. Da sind wir. Das Team haben uns keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir das haben. Ja, der Spiegel normalerweise, man sieht mich ja nie. Ja. Aber das war jetzt wirklich jeder Besuch wert. Und kommt in die Hafen City und guckt euch das Ganze mal an. Überhaupt, ihr müsst durch die Hafen City gehen. Wir haben gestern das Katzenrestaurant. Ich weiß nicht, ob du schon drin warst. Ja, ich habe ja eine schwere Katzenallergie, habe ich mich gefreut. Na gut, aber es ist trotzdem erlebenswert. Wow, und was ist hier zu sehen? Was sieht man hier? Einmal den Windkanal da hinten. Ja. Exponate schöne? Exponate nicht. Diese Schreibmaschine? Ja, genau. Okay. Das Auto steht drin. Die illustrierte Fachzeitschrift, sehr geehrter Herr Müller, im Nachgang. Can, die haben früher, guck dir das mal an. Es gab früher keine Computer, ja, und deswegen hat man so sogenannte Schreibmaschinen gehabt. Schreibmaschine. Das ist eine Schreibmaschine. Echt? Ja. Guck mal, da sind so Tasten. Das ist genauso die Tastatur wie heute am Computer, aber da war so ein Hebel, der ging in Gang. Ja. Der hat das dann gemacht. Nee, Spaß, du weißt ja, was es ist. Apple. Oder? Ja, okay. Apple Schreibmaschine. So, Schreibmaschine. Okay, verstanden. Als der Käfer laufen lernte. Also richtig schön. Die Toiletten habt ihr da? Die sind hier. Sind die cool, die Toiletten? Muss man die zeigen? Oder? Ja, komm. Wenn du mal kurz reinschaust, wie jemand drin ist. Echt? Ausnahmsweise. Schick. Boah, ihr habt ja aber alles einmal umgedreht hier in dem Laden, oder? Ihr habt alles neu gemacht. Es sieht so aus, als wäre es schon immer so gewesen. Das ist so, als wäre hier... Original. Kaimauern. Das sind die Kaimauern. Hochwasser, ist das ein Problem? Auf der anderen Seite sind die Kaimauern. Hochwasser, ja. Okay, das heißt, müsste... Fall hier in der Hafen City allgemein. Okay, deswegen stehen die Autos oben, oder? Der... Und hier unten müsst ihr schon mal Sachen rausräumen, wenn der Alarm kommt oder so? Wir haben draußen Schleusen, dann die Pumpen anmachen. Es gibt Bilder im Internet. Ich glaube 2 Meter oder 2,10 Meter war das letzte Mal beim Stoppen Xaver. War die ganze Hafen City unter Wasser. Echt? Auch hier der Keller, oder? 2010? Nee, draußen. Draußen. Achso, nur draußen. In die Gebäude bleiben, genau. Die sind dafür gebaut. Die Schleuse wird hochgezogen. Ach, das ist ja cool. Warte, ich zeig mal gerade, hier vorne ist noch was Tolles. Ein Adler 1,8 Liter Prototyp. Das waren damals so die Holzmodelle, die gefertigt worden sind, damit die Leute sich gut vorstellen konnten, wie die aussahen. Keine 3D-Maschine. Keine 3D-Maschine. Da hat sich jemand, ein Hersteller, Hanomag Sturm, hier als Holzmodell. Und auch hier müsste man eigentlich, ich mach mal gerade die Kamera, das Licht mal aus. Dass man, nee, da bleibt nichts mehr übrig. Also hier braucht ihr noch ein bisschen... Zumindest mal Licht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und da seht ihr die Holzmodelle, die Originalholzmodelle, also keine Spielzeuge, sondern in der Automobilindustrie wichtige Hilfsmittel, damit die Leute sich vorstellen konnten, wie wirkt denn das Ganze. Und wusste ja auch noch kein Mensch, wo geht die Reise hin in der Automobilindustrie, wie wird das Ganze. Das ist ein Windkanal. So, und da, ich sag mal, hat man das gesehen, also man kann verschiedene Fahrzeuge mal reinmachen, kann das Ganze testen. Und früher hat man gesehen, ein konventionell gestaltetes Auto sah so aus. Und da gab es den Everling-Wagen 1938. Und dieser Wagen, der war dann schon wesentlich stromlinienförmiger. Und die Leute hatten dann immer mehr stromlinienförmige. Du weißt aber, warum die das gebaut hatten, um in Rennen zu gewinnen. Mhm. Es ging gar nicht darum, jetzt Sprit zu sparen. Das war, glaube ich, Widerstand, und so schneller wirst du. Ja, die hatten ja nicht unglaublich viel Motorleistung, sondern... Ja, die Form ist interessant, die wir haben, So, und das ist der Windkanaltunnel, der da ist. Das ist vorne, das ist hinten. Ja. Das muss man eigentlich dazu sagen, wo vorne und hinten ist. Ja, das stimmt. Der da ist. So, und dann hast du hier... Die waren alle stromlinienförmig. Das heißt also, früher war das Thema Windkanal das Thema Nummer eins. Damit die möglichst wenig Geräusche hatten, Sprit sparen. Klar, du kamst auch weiter damit. Das ist nicht schick, wie die das da oben. Der kleine Motor? Ja. So, ich mach mal ganz kurz die Lampe aus. Jetzt wird das ein bisschen schöner. Der Motor.
der mal so oben integriert ist, einfach mal so. Im Fenster. Und hier ein BMW K4 Holzmodell. Ach, das ist also auch Holz. Das ist, könnte, ich denke mal, es ist Holz. Also es Viertel, okay, ne, privat, medizinischen Kreisen, ergänzt, aerodynamischen Raffinessen. Ich glaube schon, hier sieht man ein bisschen Holz. Sieht man Holz? Ja. Die hatten das wahrscheinlich dann modelliert, ja, aus dem ganzen Stück, genau, oder so. Die haben Paste drauf gemacht, so wie es aussieht. Hier? Ich gehe davon aus. Da kann man sehen, haben das dann verspachtelt dann. Ja, sieht so aus. So, und hier noch diverse Modelle. So, ist hier noch was zu sehen eigentlich an dem? Dadurch, die Lounge? Was ist die Lounge? Ich soll einfach mal reingehen. Okay. Ich krieg Angst. Wow. Wow. Und das kann man mieten alles, genau, hier für. Unten kann man schöne Partys feiern. Klimmzüge machen. Was ist das denn? Das sind dieselben. Die gleichen Modelle? Hier oben. Oder gleichen. Hier ist unsere Bar. Die Bar mit drin. Das heißt, ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt eine Firma habe, dürfen denn die Besucher auch mal geführt oben auch mal durchlaufen? Genau. Die meisten Firmen machen dann für ihre Mitarbeiter eine kleine Führung durchs Museum und danach wird hier weiter gefeiert, Weihnachtsfeiern gebucht. Das ist stark gebucht bei euch, ja? Ja. Und wie gesagt, hier sieht man die Keilmauer. Nee. Das habe ich gesehen, als die nämlich jetzt gebaut haben. Die haben das wieder trockengelegt, da in so ein Gelände. Wow. Das sind die Mauern. Krass. Die sind gebaut für die Ewigkeit. Hier war alles unter Wasser. Und hier wurde dann auch entladen, beladen. Echt? Boah, Hamburg ist echt eine Reise wert. 2008 auch das einzige Gebäude, was rundherum noch stand. Ja. Alle Gebäude rundherum sind abgesoffen. Peu à peu dazu gebaut worden. Ach, dazu gebaut worden? Genau. Boah, ist das krass. Aber jetzt überleg mal, vor 30, 40 Jahren war das hier alles Ruine oder mehr oder weniger stillgelegt, Brache, Wasser. Mhm. Ja. Und jetzt sind hier Gebäude. Sozusagen. Speicherstadt. Also kommt hierher, schaut euch das Ganze an. Hier sind dann überall nochmal, wenn ich lesen möchte, also viele wollen ja einfach mal so ein bisschen durchplanieren und sich informieren. Ihr habt euch unglaublich viel Gedanken gemacht. Das heißt, ein großes Team an Leuten, die auch entsprechend recherchiert haben. Die Informationen müssen ja alle stimmen auch, oder? Ja. Kann ja dann nicht irgendwie in Wikipedia gehen und dann hoffen, dass es stimmt, was drinsteht. Die Infos kriegt man so auf die Schnelle nicht. Can, wir machen Schluss. Wir sind in der Hafen City. Hafen City? Genau, Hafen City, ja. Shanghai Alley 7. Gott, das ganze Öffnungszeiten im Moment? Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Wird montags auch noch geöffnet. Mhm. Das Krasse ist, du bist von Anfang an dabei, hast es miterlebt. 2008. Ja, was hat dich da bewogen, dabei zu sein? Hier ist ein tolles Projekt, oder? Hobby zum Beruf machen, ne? Okay, du bist autonah, autobegeistert? Immer mal schon. Immer schon. Okay, du fährst selber auch ein Auto? Selbstverständlich. Viele, oder? Viele nicht, aber... Einige, sehr schön. Ja, du fährst noch kein Auto, du kriegst aber jetzt wahrscheinlich einen Volvo V70 Kombi. Ja. Mit fast 300... Fast ein Oldtimer. Fast ein Oldtimer, 2011. Den haben wir jetzt mal geguckt. Aber ein Auto, das wir ausgewählt haben, weil der Motor sehr lange hält. Ja. Und wir mal gucken, was denn kommt. Denn mit drei Hunden brauchst du ein belastbares Auto. Und dann werden wir das Ganze mal testen, wie das denn kommt. Und hier nach Hamburg. Das Ganze heißt das Prototypmuseum. Und ich bedanke mich nochmal vielmals bei... Manuel. Manuel. So, hast Manuel toll gemacht, ja, der eigentlich kein Kurator ist. Ist eine Reise wert. Ist eine Reise wert. Und wenn ihr den Kurator bucht, dann kriegt ihr wahrscheinlich diese Stories mit und als ich nach rechts gefahren bin, dann ist das Auto ausgebrochen. Und so. Die haben zu jedem Auto dann nochmal Geschichten. Aber ich fand's cool, das war jetzt ganz ruhig, weißt du, nicht so... die große Hektik, die wir jetzt hatten, sondern wir konnten das nochmal wirken lassen und buchte einfach mal den Kurator. Und wir kommen nochmal wieder, werden mit dem Kurator dann einen Termin machen und dann mal schauen, was kommt. Und ja, vielen Dank. Da gibt's noch einiges zu erfahren. Hier hinten noch die Ausstellung von Graf und Titz.
Von Trips. Graf von Trips, der Rennfahrer war damals. Der ja. Selbst verunglückt ist beim Rennen. Der ist gestorben, im Rennen. Im Rennen. Und da habt ihr eine Ausstellung gemacht. Ach krass, auch mit Exponaten dann, oder? Exponaten. Die da sind, Trips und... Da vorne ist zum Beispiel... Oh je, guck mal hier, das ist das Auto. Oder ein Auto, was kaputt war. Der Blätterteig Porsche. Trips nannte seinen Porsche 356 wegen der vielen notdürftig reparierten Blessuren Blätterteig Porsche. So sah der aus. Das war der Corso. Gips. Ja. Gips Corso nach dem. Genau. Ein Gips Korsett mit. Natürlich ist das Original, ihr habt keine Kopien. Gips Korsett mit Unterschriften. Da hat er unterschreiben lassen. Krass. Ja. Porgy and Bess. Eine Zeitreise zurück. Ein Rennanzug. Guck mal, das war eine Rennbrille damals, Can. Wie eine Skibrille. Wie eine Skibrille. Der Gummi auch schon ein bisschen porös. Und das, die Schuhe. Ja. Schuhe. Hinten abgeschnitten. So, wir machen Feierabend. Kommt nach Hamburg. Danke fürs Einschalten. Ja, hinterlasst bitte einen Like. Und der Can, demnächst kriegt seinen eigenen YouTube-Kanal. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen, aber wir haben schon ein paar Ideen, dass wir machen. Und dann möchte ich, dass er auch diesen abonniert, denn die Can hat tolle Ideen. Das kann ich nur dazu sagen. Ja, also seid bitte nett zu mir. Da war übrigens an mich gerichtet. Und danke, Manuel. Genau. Danke fürs Einschalten. Die Bosch-Batteriestation, damit wollen wir es dann beenden. Tschüss.